So, mal gucken. Funktioniert's jetzt? Bitte. Okay, es ist grün, aber es ist wieder gelb. Oh je. Bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt funktioniert. Hallo. Also, wir warten mal kurz ab, ob es jetzt funktioniert oder ob das wieder überhaupt nicht funktioniert. Meine halbe Stunde verschwendet für nichts. Nur damit das am Ende dann hoffentlich funktioniert. Könnt ihr mich hören? Jetzt wird mir gerade grün angezeigt. Ich hoffe, es funktioniert. Also gerade scheint es besser zu laufen als vorhin auf jeden Fall. Ah, okay, jetzt kommen schon welche. Okay, perfekt. Also jetzt könnt ihr mich wissen lassen, ob ihr mich jetzt gut hört oder ob ihr das Video flüssig seht. Ihr hört. Perfekt. Bei mir ist jetzt grün. Also gerade eben, ich habe jetzt einfach meinen Router neu gestartet und einen Internettest gemacht und dann hieß es gerade alles okay. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich nicht, aber hier ist schon mal alles grün. Und meine Dinger, die ich bei YouTube sehen kann, die sagen mir auch eigentlich alles fast gut. Schon 100% besser. Okay, perfekt. Schon seit 3 Jahren bist du dabei. Oha, bist du ein Oldschool-Zuhörerin. Das ist doch mal was. Das freut mich, dass du einer der ersten warst. Das Feuer hängt nicht mehr. Juhu. Okay. Dann würde ich sagen, direkt ohne Umschweife rein ins 17. Kapitel. Damit wir das hoffentlich durchbekommen, bevor mein Internet wieder abbricht. Naja, ich hoffe mal, es funktioniert jetzt. Okay, also ihr meldet euch, wenn es gar nicht geht oder wenn es hängt oder irgendwas. Hier steht jetzt gerade, es funktioniert, aber das kann sich ja ändern, ne? Vodafone sagte mal. Vodafone ist ja eigensinnig. Da kann ich nicht viel machen. Aber ich habe jetzt mal alles neu gestartet und ja. Also wunderbar, perfekt. Dann hallo nochmal an alle, die jetzt noch reingekommen sind oder jetzt reinkommen. Du alles schreiben, wir hören. Okay, hört mich gut. Wirklich, warum hast du denn einen so einen schrecklichen Tag? Warum ist er so schlimm? Naja gut, vielleicht willst du es nicht vorhin schreiben, aber jedenfalls ist auch schön, dass ich dich wenigstens jetzt ein bisschen aufmuntern kann. Den Sonntagabend gerade noch so. Etwas aufheitern. Okay, also hier steht grün, die Fehler gehen nach unten. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Hallo, also wie gesagt, ich schaue ab und zu mal wieder in den Chat. Aber ich glaube, es funktioniert jetzt alles. Ich glaube, es ist Kapitel 17. Wir waren bei 16. Jetzt sind wir bei 17. Okay, dann let's go. Hallo nochmal an alle. Kater, Ratte, Hund. Harry war so entsetzt, dass er keine Gedanken mehr fassen konnte. Gelähmt vor Schreck standen sie unter dem Tarnumhang. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne tauchten das Land und die langen Schatten der Bäume in blutrotes Licht. Dann hörten sie ein wildes Heulen. Hagrid, murmelte Harry. Unwillkürlich machte er kehrt, doch Ron und Hermine packten ihn an den Arm. »Wir können jetzt nicht zu ihm«, sagte Ron, das Gesicht weiß wie Papier. »Wenn sie rauskriegen, dass wir ihn besucht haben, dann wird alles noch viel schlimmer für ihn.« Hermine atmete flach und unregelmäßig. »Wie konnten sie nur«, wirkte sie hervor. »Wie konnten sie das tun?« »Gehen wir«, sagte Ron mit klappernden Zähnen. Sie gingen weiter und achteten unter dem Tarnumhang sorgfältig auf ihre Schritte, um sich nicht zu verraten. Das Tageslicht erstarb rasch. Als sie freies Gelände erreicht hatten, legte sich die Dunkelheit wie ein Fluch über sie. »Gib Ruhe, Katze«, zischte Ron und presste die Hand auf die Brusttasche. Die Ratte strampelte und kratzte verzweifelt. Ron blieb plötzlich stehen und versuchte, Krätze tiefer in die Tasche zu zwängen. »Was ist los mit dir, du dumme Ratte? Ruhe jetzt! Autsch! Er hat mich gebissen!« »Sei leise, Ron«, flüsterte Hermine eindringlich.
Patsch wird sicher gleich kommen. Er will einfach nicht da bleiben. Kretzer hatte offensichtlich Höllenangst. Er sträubte sich mit aller Kraft und versuchte aus Rons Griff zu entkommen. Was ist eigentlich mit ihm los? Doch Harry hat es schon gesehen. Etwas schlich auf sie zu, den Körper an den Boden geschmiegt, die weit aufgerissenen gelben Augen gespenstisch in der Dunkelheit glimmernd. Krummbein. Ob er sie sehen konnte oder nur Kretzes Quieken folgte, wusste Harry zu sagen. Krummbein, stöhnte Hermine. Nein, Krummbein, hau ab! Doch der Kater kam näher. Kretze, nein! Zu spät, die Ratte entglitt Rons Fingern, fiel zu Boden und raschelte davon. Mit einem gewaltigen Sprung setzte ihr Krummbein nach, und bevor Harry und Hermine auch nur die Hand rühren konnten, warf Ron den Tarnumhang ab und rannte ihn hinterher in die Dunkelheit. Ron! Seufzte Hermine. Harry und Hermine sahen sich kurz an, dann stürzten auch sie los. Richtig rennen konnten sie nicht unter den Tarnumhang, und so warfen sie ihn ab und ließen ihn hinter sich herflattern wie eine Fahne. Vor sich hörten sie das schnelle Getrommel von Rons Füßen. Lass ihn in Ruhe, hau ab! Kretze, komm hierher! Es gab einen dumpfen Aufschlag. Hab ich dich! Hau ab, du stinkender Kater! Fast wären Harry und Hermine über Ron gestolpert. Er lag rücklings auf dem Bogen, doch Kretze war wieder in seiner Tasche. Mit beiden Händen drückte er fest auf die zitternde Beule. Ron, komm jetzt zurück unter den Umhang, keuchte Hermine. Dumbledore und der Minister, sie kommen sicher gleich hier lang. Doch bevor sie sich wieder tarnen konnten, ja, bevor sie wieder zu Atem kamen, hörten sie das leise Trommeln riesiger Pfoten. Etwas kam auf sie zugesprungen. Stumm wie ein Schatten. Ein riesiger, fahläugiger, rabenschwarzer Hund. Harry griff nach dem Zauberstab, doch zu spät. Der Hund hatte einen gewaltigen Sprung gemacht und stieß mit den Vorderpfoten gegen Harrys Brust. Unter einem Wirbel von Haaren stürzte er zu Boden. Er spürte den heißen Atem des Hundes über sich, sah seine fingerlangen Zähne. Doch die Schnellkraft seines Sprungs ließ den Hund über Harry wegrollen. Harry hatte das Gefühl, sämtliche Rippen wären ihm gebrochen. Ganz benommen wollte er sich aufrichten, doch er hörte, wie sich der Hund knurrend zu einem neuen Angriff bereit machte. Ron war inzwischen auf den Beinen. Wieder setzte der Hund zum Sprung an, doch diesmal schieße Harry nur beiseite und sein Maul klammerte sich um Rons ausgestreckten Arm. Harry warf sich auf ihn und packte eine Handvoll Fellhaare, doch das Untier zerrte Ron mit sich fort, so mühelos, als wäre eine Stoffpuppe. Dann, aus dem Nichts, schlug Harry etwas so heftig ins Gesicht, dass er wieder den Boden unter den Füßen verlor. Auch Hermine schrie vor Schmerz und er hörte sie stürzen. Harry tastete nach seinem Zauberstab. »Lumos«, flüsterte er. Das Licht des Zauberstabs fiel auf den dicken Stamm eines Baumes. Sie hatten Kretze in den Schatten der peitschenden Weide verfolgt, deren Zweige ächzten, als herrschte Sturm. Peitschend schlugen sie aus und verwehrten ihnen jeden weiteren Schritt auf sie zu. Und dort, unten am Fuß des Baumstamms, war der Hund. Er zerrte Ron fort, hinein, in eine große Erdspalte zwischen den Wurzeln. Ron wehrte sich verzweifelt, doch sein Kopf war schon verschwunden. »Ron«, rief Harry und versuchte ihm zu folgen, doch ein kräftiger Zweig patschte ihm todbringend entgegen und er musste zurückweichen. Jetzt war nur noch Rons Bein zu sehen, mit dem er sich an eine Wurzel festgehakt hatte, um nicht weiter in die Tiefe gezerrt zu werden. Doch ein fürchterliches Knacken durchschnitt die Luft wie ein Gewehrschuss. Rons Bein war gebrochen und schon war sein Fuß verschwunden. »Harry, wir müssen Hilfe holen«, keuchte Hermine. Auch sie blutete. Die peitschende Weide hatte ihr die Schulter aufgerissen. »Nein«, sagte Harry und wollte Ron nachstürzen. Doch wieder sorte ein dicker Zweig durch die Luft und er konnte sich gerade noch rechtzeitig wegducken. »Dieser Köter ist groß genug, um ihn zu fressen. Wir haben nicht die Zeit.« »Harry, ohne Hilfe kommen wir nie durch...« Wieder schlug ein Ast nach ihnen aus, die kleinen Zweige geballt wie Fäuste. »Wenn dieser Köter dort reinkommt, dann kommen wir auch rein«, keuchte Harry. Immer wieder wollte er unter den Baum vorstoßen, doch er kam keinen Schritt näher an die Wurzeln, ohne sich den Hieben seiner Zweige auszusetzen. »Oh, Hilfe, Hilfe«, flüsterte Hermine verzweifelt und tänzelte ratlos auf der Stelle. »Bitte.« Pfeilschnell schoss Krummbein an ihn vorbei. Wie eine Schlange wich er den Hieben der Weide aus und setzte dann die Vorderpfote auf einen Knoten am Baumstamm.
Sofort erstarrte der ganze Baum, als wäre er zu Stein geworden. Kein Zweig rührte sich, kein Blatt zitterte. Krummbein, flüsterte Hermine argwöhnisch. Sie klammerte sich so fest an Harrys Arm, dass es wehtat. Woher wusste er das? Er ist mit diesem Hund befreundet, sagte Harry grimmig. Ich hab's ja zusammen gesehen. Komm und halt deinen Zauberstab bereit. Im Handumdrehen waren sie beim Baumstamm, doch bevor sie den Spalt zwischen den Wurzeln erreicht hatten, war Krummbein schon hineingesprungen. Sie sahen nur noch seinen Schwanz, kräftig wie eine Flaschenbürste, vor ihn herwedeln. Harry folgte ihm. Mit dem Kopf voran krabbelte er hinein, glitt eine Erdrutsche hinunter und landete auf dem Boden eines sehr niedrigen Tunnels. Ein paar Meter vor ihm blitzten Krummbeins Augen im Licht seines Zauberstabs. Sekunden später kam Hermine heruntergeschlittert und landete neben ihm. »Wo ist Ron?« flüsterte sie ängstlich. »Da lang«, sagte Harry und folgte Krummbein mit gebeugtem Rücken. »Wohin führt dieser Tunnel?« keuchte Hermine hinter ihm. »Ich weiß es nicht. Er ist auf der Karte des Rumtreibers eingezeichnet, aber Fred und George glauben, hier sei noch keiner reingekommen. Die Karte zeigte nicht, wo er endet, aber es sah so aus, als würde er nach Hogsmeade führen.« Tief gebückt liefen sie, so schnell sie konnten. Immer wieder erhaschten sie einen Blick auf Krummbeins Schwanz. Der Geheimgang schien nicht enden zu wollen. Er kam Harry so lang vor wieder zum Honigtopf. Er dachte nur noch an Ron und stellte sich vor, was der Riesenhund mit ihm anstellen konnte. Er rannte weiter, die Hände fest auf dem Boden, erschöpft, um Luft ringend. Endlich begann der Tunnel anzusteigen. Kurz darauf ging es an eine Biegung und Krummbein war verschwunden. Doch jetzt konnte Harry einen schwachen Lichtfleck erkennen, der durch eine kleine Öffnung fiel. Die beiden hielten inne und rangen nach Atem. Dann drangen sie weiter vor. Sie hoben ihre Zauberstäbe, um zu sehen, was hinter der Öffnung lag. Es war ein Zimmer, wüst und staubig. Die Tapeten schälten sich von den Wänden. Der ganze Fußboden war mit Flecken bedeckt. Alle Möbel waren kaputt, als ob sie jemand zertrümmert hätte. Die Fenster waren mit Brettern vernagelt. Harry warf Hermine einen Blick zu. Sie schien verängstigt, nickte aber. Harry zog sich nach oben aus dem Loch und schaute sich um. Niemand war in diesem Raum, doch zur Rechten stand eine Tür offen, die in einen düsteren Flur führte. Plötzlich packte Hermine Harrys Arm. Ihre aufgerissenen Augen wanderten über die vernagelten Fenster. »Harry«, flüsterte sie, »ich glaube, wir sind in der heulenden Hütte.« Harry sah sich um. Sein Blick fiel auf einen Stuhl neben ihn. Holzstücke waren herausgerissen worden, ein Stuhlbein war abgerissen. »Das waren keine Gespenster«, sagte langsam. In diesem Augenblick knarrte es über ihren Köpfen. Im oberen Stockwerk hatte sich etwas bewegt. Sie blickten zur Decke. Hermine hatte sich so fest an Harrys Arm geklammert, dass seine Finger taub wurden. Er hob die Augenbrauen und sah sie an. Sie nickte ihm zu und ließ ihn los. So leise sie konnten, schlichen sie hinaus in den Flur und die morsche Treppe hoch. Eine dicke Staubschicht lag überall, nur auf den Stufen hatte etwas Schweres, das nach oben geschleift worden war, einen hellen, glänzenden Streifen hinterlassen. Oben gelangten sie in einen dunklen Korridor. »Nox«, flüsterten sie, wie aus einem Mund, und die Lichter an den Spitzen ihrer Zauberstäbe erloschen. Nur eine Tür stand offen. Als sie sich herantasteten, hörten sie, wie sich etwas dahinter bewegte. Ein leises Stöhnen und dann ein tiefes, lautes Schnurren. Sie wechselten einen letzten Blick und ein letztes Kopfnicken. Harry umklammerte den Zauberstab und hob ihn hoch, dann trat er die Tür auf. Auf einem prächtigen Himmelbett mit verstaubten Vorhängen flätzte sich Krummbein, der bei Harrys Anblick laut zu schnurren begann. Neben dem Bett, auf dem Fußboden, lag Ron, die Hände um ein Bein geklammert, das in merkwürdigem Winkel abstand. Harry und Hermine stürzten sich zu ihm. »Ron, was ist los mit dir? Wo ist der Hund?« »Kein Hund«, stöhnte Ron und biss vor Schmerz die Zähne zusammen. »Harry, das ist eine Falle.« »Was?« »Er ist der Hund. Er ist ein Animagus.« Ron starrte über Harrys Schulter. Harry wirbelte herum. Der Mann im Schatten ließ die Tür ins Schloss fallen.
Das schmutzige, verfilzte Haar reichte ihm bis zu den Ellenbogen. Wenn aus den tiefen, dunklen Höhlen in seinem Gesicht keine Augen geleuchtet hätten, hätte er auch eine Leiche sein können. Die wächserne Haut war so fest über die Knochen gespannt, dass sein Kopf wie ein Totenschädel aussah. Ein Grinsen offenbarte die gelben Zähne. Es war Sirius Black. Expelliarmus, krächzte er und richtete Rons Zauberstab auf sie. Harry und Hermine rissen die Zauberstäbe aus den Händen. Sie wirbeln durch die Luft und Black fing sie auf. Dann kam er einen Schritt näher. Seine Augen waren unverwandt auf Harry gerichtet. »Ich wusste, dass du kommen würdest, um deinem Freund zu helfen«, sagte er heiser. Seine Stimme klang, als hätte er sie schon lange nicht mehr gebraucht. »Dein Vater hätte dasselbe für mich getan. Mutig von dir, nicht erst einen Lehrer zu holen. Ich bin dir dankbar, es wird alles viel leichter machen.« Die Bemerkung über seinen Vater klang in Harrys Ohren nach, als ob Black ihn angeschrien hätte. Brennender Hass loderte in seiner Brust hoch und ließ für Angst keinen Platz. Zum ersten Mal in seinem Leben wollte er den Zauberstab nicht zurückhaben, um sich zu verteidigen, sondern um anzugreifen, zu töten. Ohne zu wissen, was er tat, wollte er losstürzen, doch neben ihm gab es eine rasche Bewegung und zwei paar Hände packten ihn und hielten ihn zurück. »Nein, Harry«, flüsterte Hermine, die Augen schreckend starr. Ron jedoch sprach zu Black. »Wenn sie Harry töten wollen, dann müssen sie es auch uns töten«, sagte er grimmig. Doch die Anstrengung, aufrecht zu stehen, trieb ihm letzten Rest Farbe aus dem Gesicht und er schwankte ein wenig. In Blacks schattigen Augen flackerte etwas auf. »Leg dich hin«, sagte er leise zu Ron. »Dein Bein ist gebrochen.« »Haben Sie mich gehört?«, sagte Ron schwach. Doch er klammerte sie in Harry, um nicht zu fallen. »Sie müssen uns alle drei umbringen.« »Es wird heute Nacht nur einen Mord geben«, sagte Black. Sein Grinsen wurde breiter. »Warum das denn?«, fauchte Harry und versuchte, sich dem Griff von Harry, von Ron und Hermine zu entwinden. »Das letzte Mal hat sich doch auch nicht gekümmert, oder? All diese Muggel abzuschlachten, um an Pettigrew zu kommen, hat ihnen nichts ausgemacht. Was los? Haben sie weich gekriegt in Azkaban?« »Harry«, wimmerte Hermine, »sei still.« »Er hat meine Mom und meinen Dad umgebracht«, brüllte Harry. Mit einem heftigen Ruck befreite er sich von Hermine und Ron stürzte sich Black entgegen. Harry hatte alle Zauberei vergessen. Er hatte vergessen, dass er klein und mager und 13 war, Black dagegen ein großer, ausgewachsener Mann. Harry wusste nur, dass er Black Schmerz zufügen wollte, so viel wie möglich, und dass es ihm gleich war, wenn Black ihm ebenfalls wehtat. Vielleicht war Black einen Augenblick zu verdutzt, weil Harry etwas so Dummes tat. Jedenfalls hob er die Zauberstäbe nicht rechtzeitig. Harry packte Blacks ausgezehrtes Handgelenk und schob die Zauberstäbe von sich weg. Mit der anderen Hand schlug er gegen Blacks Schläfe, dass ihm die Knöchel schmerzten, und beide krachten gegen die Wand. Hermine schrie auf, Ron brüllte. Aus den Zauberstäben in Blacks Hand schossen blendende Lichtblitze, und ein Funkenstreif verfehlte Harrys Kopf um Haaresbreite. Harry spürte, wie Black den ausgemerkelten Arm, den Harry umklammert hielt, verzweifelt losreißen wollte, doch er umklammerte ihn noch fester und schlug mit der anderen Hand wie von Sinnen auf Black ein. Doch Blacks freie Hand hatte den Weg zu Harrys Gurgel gefunden. »Nein«, zischte er, »ich hab zu lang gewartet.« Seine Hand zog sich zu. Harry würgte, die Brille hing ihm schief vor der Nase. Dann schoss Hermines Fuß wie aus dem Nichts hervor. Ächzend vor Schmerz ließ Black Harry los. Ron hatte sich auf Blacks Zauberstab Hand geworfen und Harry hörte leises Geklapper. Er kämpfte sich aus dem Körperknäuel frei und sah seinen Zauberstab über den Boden rollen. Er hechtete hinüber, doch... Ah! Krummbein hatte sich ins Getümmel geworfen. Die Klauen beider Vorderpfoten gruben sich tief in Harrys Arm. Harry schüttelte ihn ab, doch Krummbein hüpfte jetzt zu Harrys Zauberstab. »Nein, das tust du nicht«, brüllte Harry und versetzte Krummbein einen Fußtritt, der ihn fauchend in die Ecke fliegen ließ. Harry schnappte sich den Zauberstab und wandte sich um. »Aus dem Weg«, rief er Ron und Hermine zu. Sie ließen es sich nicht zweimal sagen. Hermine sprang japsend beiseite und warf sich mit blutenden Lippen auf ihren und Rons Zauberstab. Ron kroch hinüber zum Bett und brach röchelnd darauf zusammen. Sein weißes Gesicht war grün gesprenkelt und mit beiden Händen umklammerte er das gebrochene Bein. Black lag ausgestreckt an der Wand. Seine flache Brust hob und senkte sich rasch, während er mit den Augen Harry folgte, der langsam auf ihn zuging, den Zauberstab
direkt auf Blacks Herz gerichtet. »Willst du mich töten, Harry?« flüsterte er. Harry blieb über ihm stehen, den Zauberstab unverwandt auf Blacks Brust gerichtet und sah zu ihm hinab. Ein brennender Riss zog sich um sein linkes Auge und seine Nase blutete. »Sie haben meine Eltern getötet«, sagte Harry mit leichtem Zittern in der Stimme, doch die Hand mit dem Zauberstab war vollkommen ruhig. Black starrte aus seinen nicht eingesunkenen Augen zu ihm hoch. »Ich leugne es nicht«, sagte ganz ruhig. »Aber ich habe es nicht gewollt.« »Sie haben es nicht gewollt?« wiederholte Harry. Er hörte das Blut in seinen Ohren rauschen. »Sie haben Voldemort gesagt, wo er sie finden kann, und sie wussten nicht, dass er sie töten würde?« »Hör mir zu«, sagte Black, und ein flehender Ton lag jetzt in seiner Stimme. »Töte mich, wenn du willst, aber zuerst hör mich an. Wenn nicht, wirst du es bereuen. Du verstehst nicht.« »Ich verstehe nicht?« sagte Harry. Jetzt bebte ihm die Stimme. »Sie haben sie gehört, oder nicht? Meine Mom, wie sie versucht hat, mich vor Voldemort zu retten. Und sie haben es getan. Sie waren's.« Bevor einer von ihnen noch ein Wort sagen konnte, huschte etwas Rostbraunes an Harry vorbei. Und schon war Krummbein auf Blacks Brust gesprungen und hatte sich genau auf Blacks Kerzen zusammengerollt. Black blinzelte und sah den Kater an. »Schau dich bloß weg«, murmelte Black und versuchte, Krummbein wegzuschieben. Doch Krummbein versenkte die Klauen in Blacks Umhang und rührte sich nicht. Der Kater wandte sein hässliches, eingedelltes Gesicht Harry zu und sah mit seinen großen, gelben Augen zu ihm hoch. Hinter sich hörte Hermine trocken schluchzen. Harry starrte auf den Black und Krummbein und umklammerte den Zauberstab noch fester. Was macht es schon, wenn er auch den Kater tötete? Er war mit Black verbündet. Wenn er bereit war zu sterben, weil er Black schützen wollte, ging Harry das nichts an. Wenn Black ihn retten wollte, zeigte es nur, dass er sich mehr um Krummbein scherte als um Harrys Eltern. Harry hob den Zauberstab. Die Zeit war gekommen. Dies war der Augenblick, Vater und Mutter zu rächen. Er würde Black töten. Er musste Black töten. Dies war seine Chance. Und die Sekunden zogen sich in die Länge und immer noch stand Harry wie angewurzelt da, den Zauberstab umklammert. Black, mit Krummbein auf der Brust, starrte zu ihm hoch. Vom Bett her hörte er Rons rasselnden Atem. Hermine war ganz still. Und dann hörte er ein neues Geräusch. Gedämpfte Schritte drangen durch den Fußboden. Jemand kam die Treppe hinauf. »Wir sind hier oben«, rief Hermine plötzlich. »Wir sind hier oben. Sirius Black, schnell!« Black zuckte so heftig zusammen, dass Krummbein fast von seiner Brust gerutscht wäre. Harry umklammerte krampfhaft seinen Zauberstab. »Tu's jetzt«, sagte eine Stimme in seinem Kopf. Doch die Schritte polterten die Treppe herauf und Harry hatte immer noch nicht gehandelt. Die Tür krachte unter einem schauerroter Funken auf und Harry wirbelte herum. Professor Lupin kam in das Zimmer gestürzt, das Gesicht blutleer, den Zauberstab drohend erhoben. Seine Augen flackerten hinüber zu Ron, der auf dem Bett lag, zu Hermine, die an der Tür kauerte, und zu Harry, der da stand und Black mit dem Zauberstab bedrohte. Und dann zu Black selbst, zusammengekrümmt und blutend zu Harrys Füßen. »Expelliarmus«, rief Lupin. Abermals flog Harry der Zauberstab aus der Hand und auch Hermine verlor die beiden, die sie gehalten hatte. Geschickt fing Lupin sie auf, dann trat er näher und starrte Black an, auf dessen Brust noch immer Krummbein schützend lag. Harry stand da und fühlte sich vollkommen leer. Er hatte es nicht getan. Er hatte nicht den Mund dazu gehabt, sie würden Black den Dementoren aushändigen und Harrys Eltern würden nie gerecht werden. Dann sprach Lupin und seine Stimme war zum Zerreißen gespannt. »Wo ist er, Sirius?« Harry blickte Lupin überrascht an. Er verstand nicht, was er meinte. Wo war wer? Er schaute erneut auf Black. Blacks Gesicht war vollkommen ausdruckslos. Ein paar Sekunden lang regte er sich überhaupt nicht. Dann, ganz langsam, hob er die leere Hand und deutete auf Ron. Verblüfft wandte sich Harry zu Ron um, der ebenfalls völlig verdutzt schien. »Aber dann«, murmelte Lupin und starrte Black so durchdringend an, als wollte er seine Gedanken lesen. »Warum hat er sich denn nie offenbart? Außer...« Und Lupin riss plötzlich die Augen auf, als würde hinter Black noch etwas sehen.
Etwas, das keiner von den anderen sehen konnte. Außer er war es. Wenn ihr getauscht habt, ohne es mir zu sagen? Ganz langsam, mit den eingesunkenen Augen, starr auf Lupins Gesicht gerichtet, nickte Black mit dem Kopf. Professor, setzte Harry an. Was? Doch er kam mit seiner Frage nie zu Ende, denn was er sah, würgte ihm die Stimme ab. Lupin ließ den Zauberstab sinken und sah Black unverwandt an. Und schon sprang er an Blacks Seite, packte ihn bei der Hand, zog ihn hoch, sodass Krummbein zu Boden fiel und umarmte Black wie seinen Bruder. Harry hatte das Gefühl, als hätte es ihm den Magen umgedreht. »Ich glaub's nicht«, schrie Hermine. Lupin löste sich von Black und wandte sich ihr zu. Sie hatte sich aufgerichtet und deutete mit zornflackerndem Blick auf Lupin. »Sie, Hermine, sie und er, Hermine, beruhige dich. Ich hab's niemandem erzählt«, kreischte Hermine. »Ich hab's für sie vertuscht.« »Hermine, hör mir bitte zu«, rief Lupin. »Ich kann's dir erklären.« Harry schüttelte es am ganzen Leib, doch nicht auch ernst. Eine neue Welle von Zorn überschwemmte ihn. »Ich hab ihn vertraut«, rief er Lupin zu, seiner Stimme nicht mehr her. »Und die ganze Zeit war sie sein Freund?« »Du irrst dich«, sagte Lupin. »Ich war bisher nicht Sirius' Freund, aber ich bin es jetzt. Lass mich erklären.« »Nein«, schrie Hermine. »Harry, trau ihm nicht. Er hat Black geholfen, ins Schloss zu kommen. Er will dich da auch tot sehen. Er ist ein Werwolf.« Eine unheimliche Stille trat ein. Sirius Black starrte weiterhin Lupin an. Es war unmöglich zu sagen, was er von all dem hielt. Auch Lupin wirkte erstaunlich ruhig, wenn auch ziemlich blass. »Nicht ganz so gut wie sonst, Hermine«, sagte er. »Nur ein von drei Punkten, fürchte ich. Ich habe Sirius nicht geholfen, ins Schloss zu kommen, und ich will gewiss nicht, dass Harry stirbt.« Ein merkwürdiges Zittern huschte ihm übers Gesicht. »Doch, ich will nicht bestreiten, dass ich ein Werwolf bin.« Ron unternahm einen vergeblichen Versuch, sich aufzurichten, sagte jedoch vor Schmerz, wenn man zurück aufs Bett. Lupin ging mit besorgtem Blick zu ihm hinüber, doch Ron japste. »Weg von mir, Werwolf!« Lupin blieb wie angewurzelt stehen. Dann wandte er sich mit offensichtlicher Mühe Hermine zu und sagte, »Seit wann weißt du's?« »Schon eine Ewigkeit«, flüsterte Hermine. »Seit ich den Aufsatz für Professor Snape geschrieben habe.« »Er wird sich freuen«, sagte Lupin kühl. »Er hat euch den Aufsatz schreiben lassen, in der Hoffnung, jemand würde erkennen, was meine Symptome bedeuten.« »Hast du auf der Mondtabelle nachgesehen und festgestellt, dass sie per Vollmond krank war? Oder ist dir aufgefallen, dass Irrwicht sich in einen Mond verwandelte, als er mich sah?« »Beides«, sagte Hermine leise. Lupin lachte gequält. »Du bist die schlauste Hexe deines Alters, die ich je getroffen habe, Hermine.« »Bin ich nicht«, flüsterte Hermine. »Wenn ich ein wenig schlauer gewesen wäre, hätte ich allen schon gesagt, was sie sind.« »Aber das wissen sie schon«, sagte Lupin. »Zumindest die Lehrer.« »Dumbledore hat sie eingestellt, obwohl er wusste, dass sie ein Werwolf sind?« schnappte Ron mit aufgerissenen Augen. »Ist er wahnsinnig?« »Einige Lehrer dachten das auch«, sagte Lupin. »Es war ein schweres Stück Arbeit, gewisse Lehrer davon zu überzeugen, dass man mir vertrauen kann.« »Und da hat er sich geirrt«, rief Harry. »Sie haben ihm die ganze Zeit geholfen.« Er deutete auf Black, der plötzlich zum Bett hinüberhumpelte und darauf niedersank, als ob seine Beine ihn nicht mehr länger tragen wollten. Krummbein sprang zu ihm hoch und kroch schnurrend auf seinen Schoß. Ron rückte von beiden weg und zog sein Bein an. »Ich habe Sirius nicht geholfen«, sagte Lupin. »Wenn ihr mir eine Chance gebt, dann erkläre ich es. Hier.« Er nahm die Zauberstäbe von Harry, Ron und Hermine und warf sie ihren Besitzern zu. Verdutzt fing Harry den seinen auf. »Also gut«, sagte Lupin und steckte den eigenen Zauberstab in den Gürtel. »Ihr seid bewaffnet, wir nicht. Hört mir jetzt zu.« Harry wusste nicht, was er davon halten sollte. »War das eine List?« »Wenn sie ihm nicht geholfen haben«, sagte er mit zornigem Blick auf Black, »woher wussten sie dann, dass er hier war?« »Die Karte«, sagte Lupin. »Die Karte des Rumtreibers. Ich war in meinem Büro und habe auf ihr nachgesehen.« »Sie wissen, wie man mit ihr umgeht?« sagte Harry misstrauisch. Black hatte den Kopf gehoben. Auch er starrte Lupin verblüfft an. »Natürlich weiß ich, wie man mit ihr umgeht«, sagte Lupin und wedelte ungeduldig mit der Hand. »Ich habe daran mitgeschrieben. Ich bin Mooney. Das war mein Spitzname bei den Freunden in der Schule.« »Sie selbst?«
Wichtig ist jetzt nur, dass ich die Karte heute Abend sorgfältig zu Rate gezogen habe, weil ich ahnte, dass ihr drei euch vielleicht aus dem Schloss herausstehlt, um Hagrid zu besuchen, bevor der Hippogreif hingerichtet wird. Und ich hatte recht, nicht wahr? Er schritt jetzt im Zimmer auf und ab und sah sie abwechselnd an. Seine Schritte wirbelten kleine Staubwölkchen auf. Du hast sicher den Umhang deines Vaters getragen, Harry? Woher wissen Sie von dem Umhang? Ich sah James so oft darunter verschwinden, sagte Lupin und fuchtelte erneut ungeduldig mit der Hand. Der Witz dabei ist, selbst wenn du den Tarnumhang trägst, erscheinst du auf der Karte des Rumtreibers. Jedenfalls sah ich euch ins Gelände gehen und Hagrids Hütte betreten. 20 Minuten später seid ihr rausgekommen und habt euch auf den Rückweg gemacht, doch jetzt war noch ein anderer dabei. Wie bitte? Sagte Harry. Nein, wir waren zu dritt. Ich wollte meinen Augen nicht trauen, sagte Lupin, der immer noch auf und ab ging und Harrys Einwurf nicht beachtete. Ich dachte, mit der Karte würde etwas nicht stimmen. Wie konnte er bei euch sein? Keiner war bei uns, sagte Harry. Und dann habe ich noch einen Punkt gesehen, der sich rasch auf euch zubewegte, mit dem Namen Sirius Black. Ich sah, wie er mit euch zusammenstieß und wie er zwei von euch unter die peitschende Weide zerrte. Einen, sagte Ron zornig. Nein, Ron, sagte Lupin. Zwei von euch. Er war stehen geblieben und ließ die Augen über Ron gleiten. Könnte ich mir mal deine Ratte ansehen? Sagte er gelassen. Was? Sagte Ron. Was hat Krätze mit all dem zu tun? Einiges, sagte Lupin. Kann ich sie sehen, bitte? Ron zögerte, dann steckte er die Hand in den Umhang und zerrte Krätze hervor, der verzweifelt um sich schlug. Fast wäre er entkommen, hätte Ronny nicht gerade noch an seinem langen, kahlen Schwanz erwischt. Krummbein hatte den Kopf gehoben und fauchte. Lupin trat auf Ron zu. Er schien den Atem anzuhalten, während er Krätze aufmerksam musterte. Was? Fragte Ron erneut und drückte Krätze mit angsterfülltem Blick an die Brust. Was hat meine Ratte mit all dem zu tun? Das ist keine Ratte, krächzte auf einmal Sirius Black. Was soll das heißen? Natürlich ist das eine Ratte. Nein, ist es nicht, sagte Lupin ruhig. Es ist ein Zauberer. Ein Animagus, sagte Black, mit Namen Peter Pettigrew. Ja, das war Kapitel 17. Kater, Ratte, Hund. Ich habe gar nicht dran gedacht, was heute in dem Kapitel drankommt, aber es war ein sehr spannendes Kapitel, ne? Ganz vergessen, was alles passiert. Und wir sind noch nicht mal fertig. Sind ja mittendrin. Wie sieht's aus mit dem Stream? Hat es funktioniert? Was die Qualität angeht? Oder hat es wieder ab und zu abgebrochen? Schon mal kurz in den Chat. Sind noch ein paar Leute dazugekommen. Hallo an alle Neuankömmlinge. Du hättest jetzt gerne einen heißen Kakao. Ja, das kann ich nachvollziehen. Hätte ich auch gern. Mit laktosefreier Milch. Weil sonst wird es kein entspannter Stream, aber sonst. So ein Kakao wäre schon was, wäre schon schön. Vielleicht mache ich mir noch einen Tee oder so, keine Ahnung. Oder einen schönen Kaffee. Ja, vielleicht. Aber es ist schon ein bisschen spät, oder um 11:30 noch einen Kaffee trinken? Kann ich die ganze Nacht streamen? Kann ich nicht schlafen bis morgen früh? Ich denke, wir machen gleich weiter. Aber 2-3 Minuten Pause sind, glaube ich, ganz okay. Können wir noch ein bisschen schnacken. War alles super? Okay, perfekt. Dann, ja, keine Ahnung. Also letzte Woche, als ich es versucht habe, ging es überhaupt nicht. Vorhin beim ersten Stream hat es auch nicht funktioniert. Aber jetzt scheinbar alles gut. Ich habe ein bisschen die Qualität runtergeschraubt. Zumindest beim Video, aber das macht eigentlich eh keinen Unterschied. Wenn man ganz ehrlich ist, ist das kaum. Also eigentlich sieht man es nicht. Weil wir machen ja hier, da ist ja nichts, das ist ja ein Standbild. Bis auf das bisschen Feuer. Bist fast eingeschlafen. Verdammt, hab ich dich geweckt. Ich direkt weiterlesen sollen. Aber wir machen gleich weiter, keine Sorge. Kannst du gleich richtig entspannt einschlafen beim nächsten Kapitel. Das geht ja bestimmt auch nochmal. Eine halbe, dreiviertel Stunde.
Es fehlen ein paar Worte. Okay, das ist natürlich blöd. Vielleicht habe ich die aber auch einfach verschluckt. Vor lauter Aufregung und Eifer. Überlesen. Das kann tatsächlich manchmal sein. Das ist nämlich was ganz anderes, wenn man das so vorliest. Ist schon anders, als wenn man das für sich selber liest. Also ist stumm. Ja, gerne. Ich hoffe, es gefällt euch. Du hast mich letzte Woche entdeckt und bis jetzt schon auf dem neuesten Stand. Oha, du hast ja richtig Gas gegeben. Das dauert doch, das sind doch Stunden an Hörbuch. Aber gut, dann scheint es dir gefallen zu haben. Kannst du jetzt endlich durch das mit deinem Puzzle weitermachen? Ja, die Ruhe hätte ich auch gern. Eigentlich ist das schon ganz entspannt. Aber dann muss man sich da hinsetzen und das so fertig machen. Und dann werde ich wieder abgelenkt. Vielleicht ist das ganz gut, so ein bisschen meditativ an seinem Puzzle zu arbeiten. Ohne auf sein Handy zu schauen, ohne abgelenkt zu werden. So. Einfach ein bisschen runterkommen. Ich finde das aber immer nervig, wenn man dann so ein 1000-Teile-Puzzle hat und dann gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es gibt bestimmt eine Strategie. Ich glaube, ich habe einfach immer den Rand gesucht oder die Ecken. Und von dort aus dann weitergemacht. Vielleicht nach den Farben sortiert. Das freut mich. Dann scheint es euch ja oder dir zu gefallen. Vorfreude auf das Einschlafen mit dem nächsten Kapitel. Ja, perfekt. Wir haben ja ein bisschen später angefangen. Eigentlich wollte ich um 21:45 anfangen. Dann hatten wir erstmal eine halbe Stunde gefühlt technische Schwierigkeiten. Dann hat es überhaupt nicht funktioniert. Da will man einmal früher anfangen und dann funktioniert es doch nicht. Na gut. Habt ihr schon mitbekommen, es gibt ein neues Harry Potter Spiel. Das haben mir ein paar Freunde geschickt. Die finden das eigentlich ganz cool. Da gibt es nur irgendwie so ein, keine Ahnung, Skandal, weiß ich nicht. Ich habe da gar keine Ahnung, ich bin da gar nicht up to date. Das interessiert mich nicht wirklich. Aber manche spielen es und manche wollen es nicht spielen. Aber jetzt, ohne da jetzt politisch zu werden, habt ihr das schon gehört, das neue Spiel? Oder angespielt, oder interessiert euch gar nicht, oder ihr spielt das bewusst nicht. Mit dem Rand anfangen ist wichtig, ja, das dachte ich mir. Ich würde auch mit dem Rand und den Ecken anfangen. Und dann, wenn ich ungefähr weiß, das ist ja meistens auf der Box, was man bauen muss, dann weiß man ja, welche Farben man wohin macht. Dann funktioniert das, glaube ich, schon ganz gut. Dein PC macht das auch nicht mit. Ja, ich habe mir das schon überlegt. Ray Blake. Aber ich weiß gar nicht, ob das läuft. Ich muss mal gucken. Ich kann gerade mal googeln. Noch ein, zwei Minuten Pause für meine Stimme. Wo stehen denn die Anforderungen? Weiß ja gar nicht, ob ich das an meinem Laptop spielen kann und ob man da so einen Gaming-PC braucht. GeForce GTX 69. Also es könnte funktionieren. Da weiß ich nur nicht, ob das dann mit dem Streamen gleichzeitig klappt. Müssen wir mal ausprobieren. Ich kann es ja mal, ich probiere es mal in meiner Freizeit. Hättet ihr da generell Lust auf sowas? Weil das passt ja so ein bisschen in das Thema Harry Potter rein. Vielleicht werden wir bis dahin auch mal mit dem Buch fertig. Jetzt sind es noch ungefähr 100 Seiten. Nicht mal mehr, am Ende ist ja auch nicht mehr. Ich denke, das sind echt nicht mehr viele Kapitel. Aber ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Also selbst Thema Harry Potter. Aber ob ich jetzt ein Buch, ein Hörbuch höre oder ein Spiel anschaue. Ich habe da nämlich nicht so viel Ahnung. Ich spiele eigentlich... Ich habe früher mal so Harry Potter Spiele gespielt, aber es ist auch schon 10 Jahre her. Oder 15. Du spielst es erst, wenn es auf der PS4 rauskommt. Du auch. Ja, habe ich leider nicht. Ich habe einen Laptop und einen alten Gaming-PC, aber ich weiß nicht, ob das da läuft. Vor allem das mit dem Stream, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Muss ich mal ausprobieren in der Zwischenzeit, ob das überhaupt funktioniert. Welches Mikro benutze ich? Moment. Ich weiß nicht, ob das draufsteht.
Ich weiß nicht, ob es. Also, ich finde es gerade nicht, aber es ist, glaube ich, ein roter NT1A oder NTA1. Also, das ist sehr bekannt. Das haben sehr viele YouTuber oder andere Streamer. Ich weiß nicht, ob das besonders gut ist oder mittel oder schlecht, keine Ahnung, aber ich habe das. Wann war das? Vor einem Jahr oder so? Keine Ahnung. Als ich die ersten Livestreams gemacht habe, glaube ich, ja. Habe ich ein bisschen geupgradet. Weil davor hatte ich so ein USB-Mikrofon. Das war eigentlich auch okay von der Qualität, aber dachte mir, kleines Upgrade. Man braucht halt noch so einen kleinen Kasten, wo man das reinsteckt. Das ist einfacher, wenn man so ein USB-Mikrofon hat. Dann kann man das einfach in den Laptop reinmachen. Und hat nicht so viel Kabelsalat überall. Aber andererseits kann ich mir jetzt mit den Kopfhörern selber zuhören und weiß, ob ich nah genug dran bin oder zu laut oder so. Wie geht es Ihnen? Das Ihnen ist kleiner. Meinst du die anderen TeilnehmerInnen im Chat oder den meinst du? Also du musst mich nicht siezen. Aber mir geht's gut eigentlich. Habe jetzt Prüfungen vorbei. Ja, jetzt habe ich erstmal 2, 3 Wochen Pause. Dann geht's wieder weiter. Beziehungsweise so viel Pause ist da nicht, weil ich noch ein bisschen arbeiten muss. Aber zumindest die Klausuren sind erstmal rum. Also ja, gut. Wie geht's dir denn? Oder wie geht's euch denn? Kein Problem. Also wie gesagt, ich kann dir das. Moment. So heißt das. Und davor hatte ich einen. Und ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich finde die beide gut. Also ich kann hier keine Mikrofon-Rezensionen erstellen, aber ja, du hörst es ja. Wenn du denkst, das klingt gut, dann kann ich es empfehlen. Wenn du denkst, das klingt nicht gut, dann sollst du es nicht kaufen. Falls du das jetzt deswegen gefragt hast. Du hast noch 2 Prüfungen vor dir. Was studierst du denn? Oder bist du noch in der Schule? Was studierst du? Was Wirtschaftliches. Was ganz Unkreatives. Ist auch, ich bin auch so semi-zufrieden damit. Aber ich bin jetzt schon relativ weit, deswegen mache ich es dann sogar fertig. Und gucke danach, was ich weitermache. Es wäre jetzt ein bisschen blöd und Zeitverschwendung, wenn ich das jetzt aufhöre. Ja, genau. Gut. Du studierst Geschichte. Oh, das ist aber cool. Das finde ich echt interessant. Das habe ich mir auch überlegt. Nur ich wusste dann ehrlich gesagt nicht, was ich damit machen soll, wenn ich dann. Ich weiß nicht, ob du dann Lehramt machen willst oder was du damit machst. Oder einfach so. Als Historiker arbeite. Keine Ahnung, was man damit macht. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Aber ich wusste dann nicht genau, was ich damit machen soll. Dann habe ich es gelassen. Aber ich habe es mir auch mal überlegt, kurz. Mensch-Technik-Interaktion, das habe ich noch nie gehört. Das klingt aber auch sehr spannend. Aber habe ich auch noch nie irgendwas darüber ge gehört. Kannst mir gerne reinschreiben, was du damit später machst oder was du da gerade lernst. Du machst ein Praktikum in der Hofreitschule dann bald. Was ist denn eine Hofreitschule? Kenne ich gar nicht. Ist das eine Reitschule mit Pferden? Oder ist das irgendwas anderes? Ich weiß gar nicht, was das ist. Aber ich glaube nicht, dass du da. Ich glaube, das ist okay, wenn man da als Praktikant Fehler macht. Auch als Azubi oder als Student oder auch noch als Berufseinsteiger. Das gehört ja dazu, dass man einfach in der Praxis lernt. Wenn du da jetzt nicht alles abfackelst, dann ist es, glaube ich, schon in Ordnung. Data Science. Boah, das ist auch nicht schlecht. Das ist bestimmt zukunftssicher. Das fand ich auch spannend. Ja, Data Science habe ich auch, kenne ich auch ein paar Leute. Das scheint echt interessant zu sein. Gibt es nur hier nicht bei uns.
Du bist nur ein Typ. Ja, du machst bestimmt auch was Cooles. Oder irgendwas, was dir Spaß macht. Und wenn nicht im Job oder in der Ausbildung, dann auf jeden Fall hoffentlich in der Freizeit. Aber muss auch nicht jeder studieren. Ich muss auch ehrlich sagen, jetzt wo ich so dabei bin, das ist auch nicht so mein Ding. Ich bin auch jemand, der lieber so praktisch irgendwas macht. Der akademisch jetzt nicht so viel Spaß hat die ganze Zeit. Mir machen Hausarbeiten immer meistens Spaß und Präsentationen. Ich finde so Klausuren immer ekelhaft. Weil man einfach nur das lernt und dann wieder vergisst danach. Synchronsprecherausbildung? Ich weiß nicht. Das ist ja ganz so schön als Hobby, aber keine Ahnung. Ich wüsste ja nicht mal, was man dann so machen soll. Irgendwelche anderen Bücher vertonen. Oder Filme. Ja, wäre vielleicht ganz lustig als Nebenjob. Aber eigentlich weiß ich jetzt nicht noch, ob ich jetzt nochmal eine neue Ausbildung anfange. Du willst kein Lehrer werden? Ist auch okay. Ich habe mal ein Praktikum an der Schule gemacht für eine Woche. Die waren sehr süß, die Kinder, aber es ist schon echt anstrengend. Also Respekt jedem Lehrer. Okay, also wir machen gleich mal weiter, sonst pennen gleich alle Leute weg. Ihr könnt gerne noch den Stream liken, dann wird dann noch ein paar Leuten angezeigt, jetzt fürs zweite Kapitel. Ah, Psychologie-Bachelor und jetzt, das ist ja interessant. Genau, die Schnittstelle. Oh, das ist bestimmt auch nicht schlecht. Das klingt irgendwie alles interessant, was die Leute hier machen. kann man sich alles vorstellen. Ich mag dich. Ich mag dich auch, Biggie. Ich mag euch alle. Das ist immer sehr entspannt hier. Ich finde das schön, dass wir hier alles auch zu turbulenten Zeiten ein bisschen außen vor lassen können und einfach ein bisschen chillen und Harry Potter vorlesen und ein bisschen quatschen. Das ist eigentlich ganz entspannt. Das ist ein Pferdemuseum, wo die ältesten Arten zu reiten präsentiert wird. Also aber lebende. Oder nicht mehr lebende. Also lebende Pferdemuseum, dann leben wahrscheinlich noch, ne? Und da arbeitest du dann. Ja gut. Wenn du die nicht aus Versehen falsch fütterst, damit die alle sterben, dann ist das, glaube ich, schon okay. Vielleicht machen wir auch mal einen Laber-Stream. So ein bisschen eine Chiller-Runde. Ich weiß nicht, ob ihr... Kennt ihr Discord? Das habe ich schon zwei, drei Mal... Haben wir schon mal beredet. Ob wir einen Discord machen für unseren Kanal. Da könnte man auch so einfach ohne Vorlesen mal einfach so ein bisschen reden. Das wäre eigentlich auch entspannt. Kleine Laberrunde. Oder nach dem Stream. Weil viele Leute, das weiß ich, deswegen lade ich die Kapitel auch einzeln hoch. Die wollen eigentlich nur die Kapitel anhören und dann mit dem Rest nichts zu tun haben. Und ich weiß auch, dass viele das entspannt, also einfach so entspannt gern zuhören. Bist fast eingeschlafen. Du kannst jetzt auch einschlafen, kein Problem. Kannst mit dem mit der Nase auf dem Abo-Knopf einschlafen. Und mit der Augenbraue auf dem Like-Knopf. Das ist perfekt. Machine Learning. KI. Ja, so AI ist auch interessant. Ist alles sehr... Sehr interessant, was die Leute hier machen. Ist auch interessant, was dieses... Das ist schweres Deutsch. Wahrscheinlich sehr... Na gut, jetzt ganz divers ist es hier nicht, aber ein großer Querschnitt von... Wir haben viele Schüler, wenn ich so die YouTube-Dings angucke, die Daten. Zwischen 10 und 40, 50 ist sehr viel vertreten. Und auch darüber noch. Aber sehr viele hier sind so im Schulalter, im Studialter oder junge Berufseinsteiger. Lebende Pferde, perfekt. Hoffentlich leben die noch, wenn du da weg bist. Dann kriegst du bestimmt eins. Braucht alle noch ein NT1A? Können ja Crowdfunding machen. Oder eure Eltern crowdfunden das für euch oder eure Freunde. Aber tatsächlich, das ist gar nicht so, also relativ gesehen, aber ich habe das auch auf eBay einfach gekauft. Da kostet dann das nicht so viel. Das Ding ist halt, bei einem NT1A braucht man halt auch noch so ein, wie heißt das, Audio
Interface oder sowas, wo man das reinsteckt. Das ist auch normal, das kostet auch noch ein bisschen. Also wenn man wirklich wenig Geld hat oder sparen möchte. Also ich war mit dem AT2020 USB sehr zufrieden. So. Und das steckst du einfach ein, hat ein Kabel, relativ gute Qualität. Du kannst halt nicht so viel einstellen, aber für den Anfang fand ich es sehr, sehr gut. Und das ist auch unkompliziert. Ist einfacher. Da ist mir ein Abo gegeben. Biggie, du bist der Mann oder die Frau oder alles dazwischen. Perfekt. Ich grüße dich sehr herzlich. Und ich grüße jetzt auch das nächste Kapitel. Das ist jetzt hier... Das ist ziemlich schwer immer. So, jetzt. Vier Freunde, das passt auch perfekt hier. Das Thema, vier Freunde. Okay. Oh, na, Mike, USB. Kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Kann ich mir nachher mal anschauen. Muss ich jetzt nicht hier stundenlang googeln, wenn wir alle noch da sind. Aber interessiert mich auch so generell. So, Equipment. Kann ich mir gleich mal anschauen, da am Stream. Gut. Ich glaube, ich mache einfach mal Discord die Tage und poste den dann hier bei den Community-Tabs, oder wie das heißt, als Update und vielleicht mal unter dem neuesten Stream oder Video. Und dann können wir da mal drauf einfach so, weil ich habe ja Instagram, aber ich finde das sehr schwer, dann kann man ja nur entweder per Nachricht kommunizieren oder halt unter den Posts. Das ist jetzt beides nicht so Sinn der Sache. Discord macht, glaube ich, am meisten Sinn. Gut. Dann nächstes Kapitel Nummer 18, vier Freunde. Und wir legen mal, legen wir los? Nein, wir legen noch nicht los. Jetzt legen wir los. Okay. Du hörst meine Videos immer. Das freut mich, Biggie. Ich lese deine Nachrichten immer. Vier Freunde. Es dauerte eine Weile, bis sie diese aberwitzige Behauptung verdaut hatten. Dann sprach Ron aus, was Harry dachte. Sie sind verrückt. Alle beide. Lächerlich, sagte Hermine matt. Peter Pettigrew ist tot, sagte Harry. Er hat ihn umgebracht. Er deutete auf Black, dessen Gesicht krampfartig zuckte. Das wollte ich, murmelte er. Aber ich hab's nicht geschafft. Alle dachten, Sirius hätte Peter umgebracht, sagte Lupin bedächtigt und ließ die Augen nicht von dem verzweifelten Rons fauststrampelnden Grätze. Ich selbst habe es 12 Jahre lang geglaubt. Peter hat Sirius in die Enge getrieben und Sirius hat ihn getötet. Doch die Karte des Rumtreibers liegt niemals. Das hier ist unser alter Freund Peter. Leute, ich verschwinde, sagte Ron zitternd. Er versuchte, sich auf sein gesundes Bein zu stellen, doch Lupin hatte seinen Zauberstab gezückt und deutete auf Krätze. »Ihr könnt gehen, wann ihr wollt, alle drei«, sagte er. »Aber Peter müsst ihr hier lassen.« »Das ist nicht Peter, das ist Krätze«, rief Ron und drückte die Ratte fest an die Brust. »Hören Sie«, sagte Hermine und trat Ron zur Seite, als wollte sie ihn schützen. »Professor Lupin, es kann einfach nicht stimmen und Sie wissen das.« Sie klang verängstigt und argwöhnisch zugleich, als wisse sie nicht so recht, ob Lupin jetzt den Verstand verloren hatte oder nicht. Harry konnte es ihr nachfühlen, und dass Lupin plötzlich anfing zu grinsen, machte alles nur noch schlimmer. »Warum kann es nicht stimmen, Hermine?« fragte er, als wäre sie in der Schule und Hermine sei beim Experimentieren mit Grindelwald ein Problem aufgefallen. »Weil es bekannt wäre, wenn Peter Pettigrew ein Animagus gewesen wäre. Das Zaubereiministerium führt ein Verzeichnis aller Animagi. Das haben wir bei Professor McGonagall gelernt. Sie sagte, das Ministerium behält alle Hexen und Zauberer im Auge, die sich in Tiere verwandeln können. In dem Verzeichnis steht, welches Tier sie werden können und wie man sie erkennt und so weiter. Und ich habe in diesem Verzeichnis nachgesehen für meine Hausaufgaben und in diesem Jahrhundert gab es nur 7 Animagi und Pettigrews Name stand nicht auf der Liste.« Harry hatte kaum Zeit, im stillen Hermine zu bewundern, wie sie auch diesmal wieder aufgepasst hatte, denn Lupin fing an zu lachen. Vielleicht war er tatsächlich verrückt und ein Werwolf noch dazu. »Schon richtig, Hermine«, sagte er.
Aber das Ministerium wusste nie, dass es 3 nicht verzeichnete Animagi in Hogwarts gab. Keiner davon hat seinen Namen im Ministerium eintragen lassen, weil sie insgeheim Animagi wurden und aus einem sehr guten Grund, weil ich ein Werwolf bin. Harry und Ron schauten sich in die Augen und ohne ein Wort zu wechseln waren sie sich einig. Lupin redete blanken Unsinn. Er war wirklich verrückt. »Das verstehe ich nicht, Professor«, sagte Hermine, mit zittriger Stimme, als ob sie es kaum ertragen könnte, dass ein Lehrer vor ihren Augen überschnappte. Lupin wollte gerade etwas antworten, als es hinter ihm laut knarrte. Die Schlafzimmertür war von allein aufgegangen. Alle 5 starrten sie an. Dann ging Lupin hinüber und sah auf den Korridor hinaus. »Keiner da.« »Hier spukt es«, sagte Ron. »Keineswegs«, sagte Lupin und sah immer noch ratlos zur Tür. »In der heulenden Hütte hat es nie gespukt. Das Schreien und Heulen, das die Leute im Dorf hörten, das stammte von mir.« Er wischte sich das angegraute Haar aus den Augen, dachte einen Moment lang nach und sagte dann, »Ich will euch alles erzählen. Ihr habt ein Recht, das zu erfahren. Besonders du, Harry. Nichts davon hätte geschehen können, wenn ich nicht ein Werwolf wäre. Aber wo soll ich anfangen?« Er lachte nicht mehr. Er sah ernst und müde aus. »Also, ich denke, alles fing damit an, dass ich gebissen wurde. Ich war noch ein ganz kleiner Junge, als es geschah. Meine Eltern haben alles versucht, aber damals gab es noch keine Heilung. Der Trank, den Professor Snape für mich gebraut hat, ist eine ganz neue Entdeckung. Er schützt mich, müsst ihr wissen. Wenn ich ihn in der Woche vor Vollmond einnehme, behalte ich den Verstand, wenn ich mich verwandle. Ich kann mich dann in meinem Büro einrollen als harmloser Wolf und warten, bis der Mond wieder abnimmt. Bevor jedoch der Wolfsbandtrank entdeckt wurde, verwandelte ich mich einmal im Monat in ein ausgewachsenes Ungeheuer. Es schien unmöglich, mich nach Hogwarts zu schicken. Die anderen Eltern würden ihren Kindern sicher nicht diese Gefahr aussetzen wollen. Doch dann wurde Dumbledore Schulleiter und er hatte Verständnis. Solange wir bestimmte Vorkehrungen treffen, sagte er, gäbe es keinen Grund, warum ich nicht in die Schule kommen sollte. Lupin seufzte und sah Harry in die Augen. »Ich habe dir schon vor Monaten erzählt, dass die peitschende Weide in dem Jahr gepflanzt wurde, als ich nach Hogwarts kam. Die Wahrheit ist, dass sie gepflanzt wurde, weil ich nach Hogwarts kam. Dieses Haus«, Lupin sah sich traurig im Zimmer um, »der Tunnel, der hierher führt, sie wurden für mich gebaut. Einmal im Monat hat man mich aus dem Schloss geschmuggelt und in dieses Haus, wo ich mich verwandeln konnte. Den Baum pflanzten sie am Eingang des Tunnels, damit niemand mir folgen konnte, wenn ich gefährlich war.« Harry hatte keine Ahnung, wo diese Geschichte hinführen sollte, und dennoch lauschte er hingerissen. Auch Ron und Hermine schienen wie gebannt von Lupin. Selbst Sirius Black folgte gespannt Lupins Worten, als ob er diese Geschichte noch nie gehört hätte. Außer Lupins Stimme war nur noch Kretzes ängstliches Quieken zu hören. »Meine Verwandlungen in jener Zeit waren fürchterlich. Es ist sehr schmerzhaft, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Ich war fernab von Menschen, die ich beißen konnte, also biss und kratzte ich mich selbst. Die Dorfbewohner hörten den Lärm und die Schreie und glaubten, es seien besonders wüste Gespenster. Dumbledore schürte diese Gerüchte. Selbst heute, da im Haus seit Jahren Ruhe herrscht, wagen sich die Leute nicht in seine Nähe. Doch abgesehen von meinen Verwandlungen war ich so glücklich wie nie im Leben. Zum ersten Mal hatte ich Freunde, 3 großartige Freunde. Sirius Black, Peter Pettigrew und natürlich dein Vater Harry, James Potter. Meinen 3 Freunden konnte ich natürlich nicht entgehen, dass ich einmal im Monat verschwand. Ich ließ mir alle möglichen Geschichten einfallen. Meine Mutter sei krank und ich müsste sie zu Hause besuchen. Ich hatte fürchterlich Angst, sie würden mich verlassen, wenn sie herausfänden, was in mir steckte. Doch wie du, Hermine, fanden sie natürlich die Wahrheit heraus. Und sie ließen mich nicht im Stich. Im Gegenteil, sie taten etwas für mich, das meine Verwandlungen nicht nur erträglich machten, sondern zur schönsten Zeit meines Lebens. Sie wurden Animagi. Mein Dad auch? Sagte Harry erstaunt. Ja, allerdings, sagte Lupin. Sie brauchten fast 3 Jahre, um herauszufinden, wie man es anstellt. Dein Vater und Sirius hier waren die klügsten Schüler in Hogwarts, und das war ein Glück, denn die Verwandlung in einen Animagus kann fürchterlich schiefgehen. Das ist ein Grund, weshalb das Ministerium alle dies versuchen scharf im Auge behält. Peter hätte es ohne die Hilfe von James und Sirius nicht geschafft. Sie sagten mir nicht, was sie vorhatten, sie taten es insgeheim, falls es nicht gelingen sollte. Doch dann, in unserem 5. Jahr in Hogwarts, schafften sie es. »Aber wie konnten sie ihnen damit helfen?« fragte Hermine verwirrt. »Als Menschen konnten sie mir nicht Gesellschaft leisten, also taten sie es als Tiere.
sagte Lupin. Ein Werwolf ist nur für Menschen gefährlich. Jeden Monat schlichen sie sich unter James Tarnumhang aus dem Schloss. Sie verwandelten sich. Peter, als der Kleinste, konnte unter den peitschenden Weidenzweigen hindurchschlüpfen und den Knoten berühren, der sie starren lässt. Dann schlitterten sie hinunter in den Tunnel und kamen zu mir ins Haus. Unter ihrem Einfluss war ich weniger gefährlich. Mein Körper war immer noch der eines Wolfs, doch wenn ich mit ihnen zusammen war, fühlte ich mich eher wie ein Mensch. Vor allem James und Sirius entdeckten jetzt, was wir alles unternehmen konnten, wenn wir uns verwandelt hatten. Bald verließen wir die heulende Hütte und streiften nachts über das Schlossgelände. Sirius und James verwandelten sich in so große Tiere, dass sie einen Werwolf Mühles in Schach halten konnten. Ich glaube nicht, dass sie, ein Hogwarts-Schüler, mehr über das Schloss und die Ländereien herausgefunden hat als wir. Und so beschlossen wir, die Karte des Rumtreibers zu schreiben und sie mit unserem Spitznamen zu unterzeichnen. Sirius ist Tatze, Peters Wurmschwanz, James war Krone. Was für ein Tier? Wollte Harry wissen, doch Hermine unterbrach ihn. Es war ja immer noch sehr gefährlich, mit dem Werwolf in der Dunkelheit umherzulaufen. Du hast recht, sagte Lupin nachdenklich. Aber wir waren jung und dachten, mit unserem Scharfsinn könnten wir alles machen. Ich will nicht verhehlen, dass es manchmal brenzlig wurde. Einige Male hätte ich die anderen fast aus den Augen verloren und jemanden verletzt. Und dann, eines Tages, rächte sich alles. Ihr habt sicher bemerkt, dass Professor Snape mich nicht leiden kann. Der Grund ist, dass Sirius ihn einen Streich gespielt hat, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Black grunzte hämisch. Geschein recht, kritzte er. Er hat rumgeschnüffelt und wollte herausfinden, was wir vorhatten. Er wollte doch nur, dass wir von der Schule fliegen. Snape war sehr erpicht darauf zu erfahren, wohin ich jeden Monat verschwand. Wir waren im selben Jahrgang, wisst ihr, und wir mochten es nicht besonders. Vor allem gegen James hegte er eine Abneigung. Er war wohl neidisch, weil James in Quidditch so begabt war. Jedenfalls hatte Snape mich eines Abends kurz vor Vollmond mit Madame Pomfrey übers Gelände gehen sehen, die mich immer zur peitschenden Weide führte. Sirius hielt es für eine lustige Idee, Snape zu sagen. Er müsste einen Knoten an der peitschenden Weide mit einem langen Stecken berühren und dann konnte er mir folgen. Nur, natürlich hat er Snape ausprobiert und wenn er mir bis zu diesem Haus gekommen wäre, dann hätte er es mit einem ausgewachsenen Werwolf zu tun bekommen. Doch dein Vater, der hörte, was Sirius getan hatte, lief Snape hinterher und schleifte ihn zurück. Allerdings hat Snape noch einen Blick auf mich erhascht, wie ich am Ende des Tunnels verschwand. Dumbledore hat ihm verboten, es irgendjemandem zu sagen, doch von da an wusste er, was ich... Professor Dumbledore wusste von den Animagus-Zaubern? Fragte Hermine neugierig. Bis heute hatte er keine Ahnung, dass James, Sirius und Peter Animagi wurden. Hätte er sie von der Schule weisen müssen. Sie hatten ein wichtiges Gesetz gebrochen. Und aus diesem Grund kann Snape sie nicht leiden? Sagte Harry langsam. Weil er dachte, sie hätten von Sirius Scherz gewusst? So ist es, sagte eine kalte Stimme an der Wand hinter Lupin. Severus Snape riss sich den Tarnumhang vom Leib. Sein Zauberstab wies drohend auf Lupin. Oh, es war ein sehr spannendes Kapitel. Bisschen kürzer, aber auch sehr spannend. Jetzt nicht kommen sehen. Schon so lange her. Schau mal kurz, wie lang das nächste Kapitel ist. Wir haben jetzt 11:45. Vielleicht schaffen wir das noch. Mal gucken. 300, wo sind wir? 369. Was sagt ihr? Seid ihr noch motiviert für ein weiteres Kapitel? Es geht halt locker eine Stunde. Halbe Stunde. Würde ich jetzt mal so schätzen. Gerne. Okay. Gut, dann machen wir noch weiter. 21 Seiten. Ja, ungefähr. Das sollte passen. Machen wir heute mal 3 Kapitel, ausnahmsweise. Ist gerade erst dazugekommen. Hallo Marie. Gut, dann machen wir noch eins weiter. Moment. Wenn meine Stimmbänder das mitmachen. Ich hoffe es.
Das ist auch so ein bisschen Konzentrationssache, finde ich. Weil irgendwann wird man so ein bisschen unkonzentriert und verliest sich öfter. Ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, irgendwie 3 oder 4 Kapitel gelesen in alten Livestreams. Und irgendwann, irgendwann ist man halt so ein bisschen. Aber gut, wir schaffen das zusammen. Noch eins. Ist gerade so spannend, ja, das stimmt. Wäre eine Schande aufzuhören. Muss ich ganz kurz noch das anpassen? Das nächste Kapitel heißt Lord Voldemorts Knecht. Ich habe einen sehr schlechten Stuhl fürs Livestreamen. Ein sehr knatschiger Stuhl. Kennt jemand von euch Stühle, die bequem sind? Bürostühle und leise, die man noch bei einem Stream an nutzen kann. Das wäre mal praktisch, weil man hört das immer, wenn ich mich auch nur 3 mm nach rechts oder links bewege. Aber gut. Gut, dann machen wir mal weiter. Ohne Zeit zu verlieren. Das noch kurz hier ein bisschen nach links, damit man das auch lesen kann. Das ist ein bisschen kreuz und quer, ne? Irgendwie muss ich das mal anders anordnen, aber egal. Das eine ohne Lehne ist gut fürs Kreuz und leise, ja, das stimmt. Aber ist das nicht unbequem? Wenn man wirklich so 8 Stunden da sitzt und irgendwie arbeitet oder lernt oder so. Oder vielleicht genau deswegen ist es gut für den Rücken, wenn man dann Rückenmuskeln entwickelt. Ich meine, wenn ich 1-2 Mal die Woche Rücken trainiere im Fitnessstudio, dann reicht das vielleicht nicht. Vielleicht muss ich mir auch einen Stuhl unter Lehne besorgen. Ich habe eigentlich irgendwo auch hier einen. Kann ich mal ausprobieren. Nur der ist halt nicht so bequem. Aber gut. Wie dem auch sei. Bevor jetzt alle einschlafen, fangen wir noch das nächste Kapitel an. Lord Voldemorts Knecht. Hermine schrie. Black sprang auf Harry. Harry war. Nee, warte mal. Ah. Hier fehlt ein Punkt im Buch oder in meinem E-Book. Lord Voldemorts Knecht. Hermine schrie. Black sprang auf. Harry war, als hätte er einen schweren elektrischen Schlag bekommen. Den habe ich unter der peitschenden Weide gefunden, sagte Snape und warf den Tarnumhang beiseite, ohne den Zauberstab auch nur kurz von Lupins Brust abzuwenden. Recht nützlich, Potter. Ich danke. Snape wirkte leicht erschöpft, doch auf seinem Gesicht spiegelte sich ein Ausdruck des Triumphs. Sie fragen sich vielleicht, woher ich wusste, dass Sie hier sind? Sagte er mit glitzernden Augen. Ich war eben in Ihrem Büro, Lupin. Sie haben heute Abend vergessen, Ihren Trank zu nehmen, also wollte ich einen Becher vorbeibringen. Und das war ein Glück. Glück für mich, würde ich sagen. Auf ihrem Tisch lag eine gewisse Karte. Ein Blick darauf verriet mir alles, was ich wissen musste. Ich sah sie durch den Tunnel laufen und verschwinden. Severus, warf Lupin ein. Doch Snape ließ sich nicht unterbrechen. Ich habe den Schulleiter immer wieder gewarnt, dass sie ihrem alten Freund Black dabei helfen, in die Schule zu kommen, Lupin. Und hier ist der Beweis. Doch nicht einmal ich hätte mir träumen lassen, dass sie die Nerven hätten, diese alte Hütte als Versteck zu benutzen. Severus, Sie machen einen Fehler, sagte Lupin eindringlich. Sie haben nicht alles gehört. Ich kann es erklären. Sirius ist nicht hier, um Harry zu töten. 2 weitere Gefangene für Azkaban heute Nacht, sagte Snape, und seine Augen glühten jetzt wie die eines Besessenen. Bin gespannt, wie Dumbledore es alles aufnimmt. Er war vollkommen überzeugt, dass sie harmlos seien, Lupin. Ein zahmer Werwolf. Sieh, Dummkopf, sagte Lupin leise. Ist der Groll über einen Schülerstreich Grund genug, einen Unschuldigen nach Azkaban zu bringen? Dünne Seile schossen aus der Spitze von Snaps Zauberstab und schlängelten sich um Lupins Mund, Handgelenke und Fersen. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wo er liegen blieb, ohne einen Finger rühren zu können. Black
sprang vom Bett auf und wollte sich auf Snape stürzen, doch Snape richtete den Zauberstab genau zwischen seine Augen. »Gib mir einen Grund«, flüsterte er. »Gib nur einen Grund, es zu tun, und ich schwöre, ich werde es tun.« Black erstarrte. Es war unmöglich zu sagen, welches Gesicht hasserfüllter war. Harry stand da wie gelähmt und wusste nicht, was er tun oder wem er glauben sollte. Dem Gefühl nach war er noch auf der Seite von Snapes Gegnern. Doch Black hatte selbst zugegeben, dass er Harrys Eltern umgebracht hatte. Wie konnte Lupin ihn dann unschuldig nennen? Er drehte sich zu Ron und Hermine um. Ron sah genauso verwirrt aus wie er und kämpfte immer noch mit Krätze. Hermine machte einen unsicheren Schritt auf Snape zu und sagte mit matter Stimme, »Professor Snape, es wird nicht schaden zu hören, was Sie zu sagen haben, oder?« »Miss Granger, auf Sie wartet bestimmt auf Sie wartet bereits der Schulverweis«, bellte Snape. »Sie, Potter und Weasley, haben alle Regeln gebrochen und befinden sich in der Gesellschaft eines verurteilten Mörders und eines Werwolfs. Auch wenn es das erste Mal in Ihrem Leben sein sollte, halten Sie den Mund.« »Aber wenn es ein Irrtum war, wenn es ein Irrtum gab, sei still, du dumme Göre«, schrie Snape und sah plötzlich ziemlich verstört aus. »Red nicht über Dinge, die du nicht verstehst.« Ein paar Funken prasselten aus der Spitze seines Zauberstabs, der immer noch auf Blacks Gesicht gerichtet war. Hermine verstummte. »Rache ist zuckersüß«, hauchte Snape Black zu. »Wie sehr ich gehofft habe, dich als Erster in die Finger zu kriegen.« »Und jetzt bist du wieder der dumme Severus«, sagte Black gelassen. »Wenn dieser Junge seine Ratte ins Schloss bringen kann«, er nickte mit dem Kopf hinüber zu Ron, »komme ich ohne Federlesen mit.« »Ins Schloss?« sagte Snape salbungsvoll. »Ich glaube nicht, dass wir so weit gehen müssen. Sobald wir draußen vor der Weide sind, rufe ich die Dementoren. Sie werden hoch erfreut sein, dich zu sehen, Black. So entzückt, dass sie sich dir sicher einen kleinen Kuss geben wollen.« Das bisschen Farbe auf Blacks Gesicht verschwand. »Du musst mich anhören«, krächzte er. »Die Ratte. Schau dir die Ratte an.« Doch ein irres Flackern, wie Harry es noch nie gesehen hatte, trat jetzt in Snapes Augen. Offenbar hatte er das Reich der Vernunft verlassen. »Kommt mit, allesamt«, sagte er. Er schnippte mit den Fingern und die Enden der Seile, die Lupin fesselten, flogen ihm in die Hände. »Ich zieh den Werwolf. Vielleicht haben die Dementoren auch ein Küsschen für ihn übrig.« Harry wusste nicht recht, was er tat. Doch mit 3 Schritten hat er das Zimmer durchquert und sich vor der Tür aufgebaut. »Aus dem Weg, Potter. Du hast schon mehr als genug Erbe«, schnarrte Snape. »Wenn ich nicht hergekommen wäre und deine Haut gerettet hätte, Professor Lupin hat mich dieses Jahr schon 100 Mal umbringen können«, sagte Harry. »Ich war oft mit ihm allein. Er gab mir Unterricht gegen die Dementoren. Wenn er Black helfen wollte, warum hat er mich nicht schon längst erledigt?« »Woher soll ich wissen, was im Hirn eines Werwolfs angeht?« »Vor sich geht«, zischte Snape. »Aus dem Weg, Potter. Sie sind jämmerlich«, rief Harry. »Nur weil sie in der Schule zum Narren gehalten wurden, wollen sie jetzt nicht mal zuhören.« »Ruhe, so spricht man nicht mit mir«, krächzte Snape und wirkte mehr denn je wie ein Irrer. »Wie der Vater ist oder Sohn, Potter. Gerade habe ich dir den Hals gerettet. Du sollst mir auf den Knien dafür danken. Wäre dir recht geschehen, wenn er dich umgebracht hätte. Du wärst gestorben wie dein Vater. So hochmütig, um zu glauben, er hätte sich in Black getäuscht. Geh jetzt aus dem Weg oder ich räume dich fort, Potter. Aus dem Weg.« Harry entschied sich im Bruchteil einer Sekunde. Bevor Snape auch nur einen Schritt auf ihn zugehen konnte, hatte er den Zauberstab erhoben. »Expelliarmus«, rief er. Allerdings war seine Stimme nicht die einzige. Es gab einen Knall, der fast die Tür aus den Angeln gehoben hätte. Snape riss es von den Füßen. Er krachte gegen die Wand und rutschte an ihr herunter zu Boden. Unter seinem Haarschopf sickerte ein kleines rotes Rinnsal hervor. Er war ohnmächtig. Harry wandte sich um. Ron und Hermine hatten im selben Augenblick beschlossen, Snape zu entwaffnen. Snapes Zauberstab war durch die Luft geflogen und neben Krummbein auf dem Bett gelandet. »Das hättest du nicht tun sollen«, sagte Black zu Harry gewandt. »Du hättest ihn mir überlassen sollen.« Harry mied Blacks Augen. Er war sich auch jetzt noch nicht sicher, das Richtige getan zu haben. »Wir haben einen Lehrer angegriffen. Wir haben einen Lehrer angegriffen«, wimmerte Hermine und starrte mit angsterfüllten Augen auf den leblosen Snape. »Oh, wir kriegen gewaltigen Ärger.« Lupin kämpfte mit seinen Fesseln. Black bückte sich rasch und befreite ihn. Lupin richtete sich auf und rieb sich die Arme, wo das Seil ihm ins Fleisch geschnitten hatte. »Danke, Harry«, sagte er. Doch Harry erwiderte sein Lächeln nicht. »Ich sag nicht, dass ich ihn glaube«,
erklärte er Lupin. Diesen ganzen Kram über einen Haufen Animagier und Krätze, der ein Zauberer sein soll. Dann ist es jetzt an der Zeit, dass wir es dir beweisen, sagte Lupin. Ron, bitte gib mir Peter. Jetzt. Ron drückte Krätze noch fester an die Brust. Hören Sie auf damit, sagte er mit schwacher Stimme. Wollen Sie sagen, er ist aus Azkaban geflohen, nur um Krätze in die Hände zu kriegen? Das ist doch... Er sah hilfesuchend zu Harry und Hermine. Gut, sagen wir, Pettigrew konnte sich in eine Ratte verwandeln. Es gibt Millionen von Ratten, wie soll er wissen, hinter welcher er ist, wenn er in Azkaban sitzt? Wenn ich es mir überlege, Sirius, dann ist das eine berechtigte Frage, sagte Lupin und wandte sich mit leichtem Stirnrunzeln Black zu. Wie hast du eigentlich herausgefunden, wo er steckte? Black schob eine seiner clownartigen Hände in den Umhang, zog ein zerknülltes Papier hervor, strich es glatt und hielt es für die anderen hoch. Es war das Foto von Ron und seiner Familie, das im vorigen Sommer im Tagespropheten erschienen war. Und da, auf Rons Schulter, saß Krätze. Wie hast du das in die Finger bekommen? Fragte Lupin, wie vom Donner gerührt. Fudge, sagte Black. Letztes Jahr, bei seinem Kontrollbesuch in Azkaban, gab er mir seine Zeitung. Und da war Peter, auf der Titelseite, auf der Schulter dieses Jungen. Ich habe ihn sofort erkannt. Wie oft hatte ich gesehen, wie er sich verwandelte. Und darunter hieß es, der Junge würde bald wieder nach Hogwarts zurückgehen, wo Harry war. Mein Gott, sagte Lupin leise und starrte abwechselnd Krätze das Zeitungsfoto an. Die Vorderpfote. Was soll damit sein? Sagte Ron widerwillig. Ihr fehlt ein C, sagte Black. Natürlich, seufzte Lupin. So einfach, so gerissen. Er hat ihn sich selbst abgehackt? Kurz bevor er sich verwandelte, sagte Black. Als ich ihn gestellt hatte, schrie er, dass es die ganze Straße es hörte. Ich hatte Lily und James verraten. Dann, bevor ich meinen Fluch sprechen konnte, hat er mit dem Zauberstab hinter dem Rücken die ganze Straße in die Luft gejagt und alle im Umkreis von 10 Metern getötet. Und schließlich ist er mit den anderen Ratten im Kanal noch verschwunden. Hast du es nie gehört, Ron? Sagte Lupin. Das größte Stück, das sie von Peter gefunden haben, war sein Finger. Ach was, Krätze ist wahrscheinlich schon mit einer anderen Ratte auseinandergeraten. Er ist schon ewig in meiner Familie. 12 Jahre, um genau zu sein, sagte Lupin. Hast du dich nie gewundert, warum er so lange lebt? Wir haben uns gut um ihn gekümmert, sagte Ron. Sieht im Moment allerdings nicht sonderlich gesund aus, oder? Sagte Lupin. Ich vermute, er verliert Gewicht, seit er gehört, dass Sirius wieder auf freiem Fuß ist. Er hatte Angst vor diesem verrückten Kater, sagte Ron und nickte zu Krummbein hinüber, der immer noch schnurrend auf dem Bett lag. Doch das stimmte nicht, fiel Harry plötzlich ein. Krätze hatte schon krank ausgesehen, bevor er auf Krummbein traf. Schon seit Rons Rückkehr aus Ägypten, seit Black geflohen war. Dieser Kater ist nicht verrückt, sagte Black mit heiserer Stimme. Er streckte seine knochige Hand aus und streichelte Krummbeins wuscheligen Kopf. Er ist der klügste Kater, den ich kenne. Er hat Peter sofort durchschaut und als er mich traf, war ihm auch klar, dass ich kein Hund war. Es dauerte eine Weile, bis er mir vertraute. Schließlich schaffte ich es, ihm mitzuteilen, hinter wem ich her war, und er half mir. Was wollen Sie damit sagen? Wisperte Hermine. Er wollte mir Peter bringen, aber es gelang nicht. Also hat er die Passwörter für den Gryffindor-Turm für mich gestohlen. Ich glaube, er hat sie vom Nachttisch eines Jungen stibitzt. Doch Peter bekam Wind davon und floh, krächzte Black. Dieser Kater, Krummbein, nennst du ihn, hat mir gesagt, dass Peter Blut auf dem Laken hinterlassen hat. Ich denke, er hat sich selbst gebissen. Nun ja, sein eigener Tod vortäuschen hat ja schon mal geklappt. Diese Worte rissen Harry aus seiner Trance. Und warum hat er seinen Tod vorgetäuscht? Fragte er aufgebracht. Weil er wusste, sie würden ihn töten, wie sie meine Eltern getötet haben. Nein, sagte Black. Harry, und jetzt sind sie gekommen, um ihn endgültig zu erledigen. Das stimmt, aber dann hätte ich Snape freie Hand lassen sollen, rief Harry. Harry, warf Lupin ein, begreifst du nicht? Die ganze Zeit dachten wir, Sirius hätte den Eltern verraten. Peter hätte ihn gejagt und gestellt. Doch es war andersrum. Peter hat deine Mutter und deinen Vater verraten und Sirius hat Peter gejagt. Das ist nicht wahr, rief Harry. Er war ihr Geheimniswahrer. Er hat es gesagt, bevor sie kam. Er hat gesagt, dass sie getötet hat. Er deutete auf Black, der nachdenklich den Kopf schüttelte. Seine eingesunkenen Augen leuchteten plötzlich. Harry, es war praktisch meine Schuld, krächzte er. Ich habe Lily und James im letzten Moment dazu überredet, Peter an meiner Stadt als Geheimniswahrer zu nehmen. Ich bin schuld, ich weiß.
In der Nacht, als sie starben, war ich Peter besuchen gegangen. Doch er war nicht zu Hause und es sah nicht nach einem Kampf aus. Ich bin sofort zu deinen Eltern. Und als ich ihr zerstörtes Haus und ihre Leichen sah, war mir klar, was Peter getan haben musste. Was ich getan hatte. Die Stimme versagte ihm. Er wandte sich ab. Genug davon, sagte Lupin, und etwas Stählernes lag in seiner Stimme, wie Harry es von ihm nicht kannte. Es gibt nur einen sicheren Weg, um zu beweisen, was wirklich geschehen ist. Ron, gib mir diese Ratte. Hängt's gerade? Bei mir steht eigentlich gerade alles okay. Hängt das denn lange oder oft? Oder geht das? Das ist nur ganz selten. Je nachdem muss ich vielleicht nochmal neu starten. Aber sonst würde ich jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen. Außer, es geht gar nicht mehr. Ron sah stumm von Lupin zu Harry hinüber. Harry nickte. Was werden sie tun, wenn ich sie ihnen gebe? Fragte Ron angespannt. Ihnen zwingen, sich zu zeigen, sagte Lupin. Wenn es wirklich eine Ratte ist, tut es ihr nicht weh. Ron biss sich auf die Lippen, streckte die Hand mit Kretze aus. Lupin packte die Ratte. Kretze begann verzweifelt zu quieken und wehrte sich beißend und kratzend gegen Lupins Griff. Bereit, Sirius? Sagte Lupin. Schon hatte Black Snape Zauberstab vom Bett genommen. Er trat auf Lupin und die sich windende Ratte zu. Und seine feuchten Augen schienen plötzlich in ihren Höhlen zu brennen. Zusammen? Okay. Zusammen? Sagte leise. Ich denke schon, sagte Lupin und packte Kretze fest mit ein, den Zauberstab mit der anderen Hand. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Blau-weiße Blitze knisterten aus beiden Zauberstaben hervor. Einen Moment lang blieb Kretze in der Luft schweben, die kleine schwarze Gestalt krampfartig zuckend. Ron schrie auf. Dann fiel die Ratte zu Boden, ein weitender, blendender, heller Lichtstrahl und dann... Es war, als sähen sie im Zeitraffer, wie ein Baum wächst. Vom Fußboden wucherte ein Kopf empor, dann ein Körper aus dem Glieder sprossen, und schon stand da, wo Kretze gelegen hatte, sich krümmend und wehendringend. Ein Mann. Krummbein drüben auf dem Bett fauchte und knurrte mit gesträubten Rückenhaaren. Es war ein sehr kleiner Mann, kaum größer als Harry und Hermine. Um einen großen, kahlen Kreis auf dem Kopf fand sich noch ein wenig dünnes, farbloses Haar. Er machte den schmächtigen Eindruck eines pummeligen Mannes, der in kurzer Zeit viel Gewicht verloren hatte. Seine Haut wirkte schmuddelig, fast wie Kretzes Fell, und seine spitze Nase und die sehr kleinen, wässrigen Augen erinnerten an eine Ratte. Er blickte hehlend in die Runde. Harry bemerkte, wie sein Blick rasch zur Tür hirschte. »Ach, hallo, Peter«, sagte Lupin launig, als wäre es nichts Ungewöhnliches, dass sich Ratten in seinem Umkreis als alte Schulfreunde entpuppten. »Lange nicht gesehen.« »Sirius. Remus.« Selbst Pettigrew quiekte. Wieder huschten seine Augen zur Tür. »Meine Freunde, meine alten Freunde.« Black hob den Zauberstab, doch Lupin packte ihn am Armgelenk und sah ihn warnend an. Dann wandte er sich, betont lässig und einladend, erneut Pettigrew zu. »Wir hatten eine kleine Unterhaltung, Peter, über die Nacht, als Lily und James starben. Du hast dich vielleicht die Einzelheiten verpasst, während du dort auf dem Bett herumgequiekt hast.« »Remus«, keuchte Pettigrew, und Harry sah, wie Schweißperlen auf sein talgiges Gesicht traten. »Du glaubst ihm doch nicht etwa. Er versucht, mich umzubringen, Remus.« »Das wissen wir«, sagte Lupin, er seine Spur kühler. »Peter, ich möchte ein oder zwei kleine Fragen mit dir klären, wenn du so...« »Und jetzt ist er hier, um es noch einmal zu versuchen«, quiekte Pettigrew plötzlich und deutete auf Black. Harry sah, dass er seinen Mittelfinger benutzte, weil der Zeigefinger fehlte. »Er hat Lily und James umgebracht und jetzt wird er auch mich töten. Du musst mir helfen, Remus.« Blacks Gesicht ähnelte jetzt mehr denn je einem Totenschädel und er starrte Pettigrew mit seinen unergründlichen Augen an. »Keiner hier wird versuchen, dich zu töten, bevor wir ein paar Dinge geklärt haben«, sagte Lupin. »Geklärt?« kreischte Pettigrew und sah sich mit flehenden Blick um.
Die Augen huschten über die bretterfernagelten Fenster und dann erneut über die einzige Tür. Ich wusste, dass er mich jagen würde. Ich wusste, dass er mir auf den Fersen war. Darauf habe ich 12 Jahre gewartet. Du wusstest, dass Sirius aus Azkaban fliehen würde? Sagte Lupin stirnrunzelnd, obwohl es bisher noch keiner geschafft hatte. Er hat dunkle Kräfte, von denen unser einer nur träumen kann, rief Pettigrew schrill. Wie sonst ist er dort rausgekommen? Ich vermute, du weißt schon, wer hat ihm ein paar Kniffe beigebracht. Black fing an zu lachen, ein schauriges, freudloses Lachen, das den ganzen Raum erfüllte. Voldemort, und mir Kniffe beibringen, sagte er. Pettigrew zuckte zusammen, als hätte Black ihm einen Peitschenschlag versetzt. Was denn? Angst vor dem Namen des alten Herrn? Sagte Black. Ich verstehe dich wohl, Peter. Seine Leute sind nicht besonders gut, auf sie zu sprechen, oder? Ich weiß nicht, was du meinst, Sirius, wisperte Pettigrew, und sein Atem ging schneller. Sein Gesicht glitzerte jetzt von Schweiß. Von mir jedenfalls. Von mir jedenfalls hast du dich nicht 12 Jahre lang versteckt, sagte Black. Du hast dich vor Voldemorts alten Anhängern versteckt. Ich habe in Azkaban gewisse Dinge gehört, Peter. Sie glauben alle, du wärst tot, denn sonst müsstest du ihnen Rede und Antwort stehen. Ich habe sie im Schlaf schreien gehört, klang, als ob sie glaubten, der Verräter hätte sie selbst verraten. Voldemort ging auf deinen Wink hin zu den Potters, und das war auch sein eigenes Ende. Aber nicht alle Anhänger Voldemorts landeten in Azkaban, oder? Es treibt sich immer noch eine Menge herum und wartet, bis es wieder an der Zeit ist. Alle tun so, als hätten sie eingesehen, dass sie sich geirrt hätten. Wenn sie je Wind davon bekommen, dass du noch lebst, Peter. Weiß nicht, wovon du redest, sagte Pettigrew, erneut und schriller denn je. Er wischte sich mit dem Ärmel über das Gesicht und sah Lupin hoch. Remus, du glaubst doch nicht etwa diesen Irren. Ich muss zugeben, Peter, es fällt mir schwer zu begreifen, warum ein Unschuldiger 12 Jahre lang als Ratte leben sollte, sagte Lupin gleichmütig. Unschuldig, aber voller Angst, quiekte Pettigrew. Wenn Voldemorts Anhänger immer hinter mir her sind, dann doch nur, weil ich einen ihrer besten Männer nach Azkaban gebracht habe, den Spion Sirius Black. Blacks Gesicht verzerrte sich. Wie kannst du es wagen, knurrte er und klang plötzlich wie der bärengroße Hund, der er gewesen war. Ich, ein Spion für Voldemort? Wann bin ich je um Leute herumgeschwänzelt, die stärker und mächtiger waren als ich? Aber du, Peter, ich werde nie begreifen, warum ich nicht gleich gesehen habe, dass du ein Spion bist. Du mochtest immer große Freunde, die für dich nach dem Rechten sehen, nicht wahr? Erst waren wir es, ich und Remus und James. Pettigrew trocknete sich erneut das Gesicht. Er rang jetzt beinahe nach Luft. Ich, ein Spion, du musst den Verstand verloren haben, niemals. Ich weiß nicht, wie du es was sagen kannst. Lily und James machen dich nur zum Geheimnisfahrer, weil ich es vorgeschlagen hatte, zischte Black, so giftig, dass Pettigrew einen Schritt zurücktrat. Ich dachte, es wäre ein perfekter Plan, ein Bluff. Voldemort würde gewiss hinter mir her sein. Er würde sich nie träumen lassen, dass sich ein schwaches, unbegabtes Kerlchen wie dich nehmen. Es muss der größte Augenblick deines elenden Lebens gewesen sein, als du Voldemort eröffnet hast. Du könntest ihm die Potters ausliefern. Pettigrew murmelte geistesabwägend. Harry fing Worte auf, wie weit hergeholt und verrückt. Doch er achtete eher auf Pettigrews aschfarbenes Gesicht und auf seine Augen, die immer wieder über die Fenster und zur Tür huschten. »Professor Lupin«, sagte Hermine schüchtern, »kann ich auch etwas sagen?« »Natürlich, Hermine«, sagte Lupin höflich. »Nun, Kratze, ich meine dieser Mann, er hat 3 Jahre lang in Harrys Schlafsaal geschlafen. Wenn er für du weißt schon wen arbeitet, wie kommt es dann, dass er nie versucht hat, Harry das anzutun?« »Ganz genau«, sagte Pettigrew schrill und deutete mit seiner verstümmelten Hand auf Hermine. »Ich danke dir, siehst du, Remus? Ich habe Harry nie auch nur ein Haar gekrümmt. Warum sollte ich auch?« »Das will ich dir erklären«, sagte Black, »weil du nie etwas für irgendjemanden getan hast, ohne zu wissen, was dabei für dich herausspringt. Voldemort versteckt sich seit 15 Jahren. Das heißt, er sei halbtot. Du wolltest unter Dumbledores Nase doch keinen Mord begehen für einen Zauberer, der nur noch ein Wrack ist und all seine Macht verloren hat?« Du musst ganz sicher sein, dass der größte Quellgeist auf dem Spielplatz ist, bevor du zu ihm zurückkehrst. Warum sonst hast du eine Zauberfamilie gesucht, die dich aufnimmt? Mit einem Ohr hast du dir auf die neuesten Nachrichten gelauscht, nicht wahr?
Peter? Nur für den Fall, dass ein alter Beschützer seine Kraft wieder gewinnen würde und du gefahrlos zurückkehren könntest. Pettigrew bewegte den Mund, blieb jedoch stumm. Es schien ihm die Sprache verschlagen zu haben. Mr. Black, serious? Sagte Hermine ängstlich. Black zuckte zusammen, als Hermine ihn so anredete, und starrte sie an wie eine Erscheinung. Darf ich Sie fragen, wie Sie aus Azkaban fliehen konnten ohne schwarze Magie? Danke, keuchte Pettigrew und nickte begeistert zu. Genau das, was ich... Doch Lupin brachte ihn mit einem Blick zum Schweigen. Black sah Hermine stirnrunzelnd an, schien sich aber nicht über sie zu ärgern. Offenbar dachte über seine Antwort nach. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, sagte er langsam. Ich glaube, ich habe nur deshalb nicht den Verstand verloren, weil ich unschuldig war. Das war kein glücklicher Gedanke, also konnten ihn die Dementoren auch nicht aus mir heraussorgen, aber er bewahrte mich davor, verrückt zu werden. Ich wusste immer, wer ich war, das half mir, meine Kräfte zu bewahren. Und dann, als alles zu viel wurde, konnte ich mich in eine Zelle verwandeln und ein Hund werden. Dementoren können nicht sehen, musst du wissen. Er schauderte. Sie spüren den Menschen nach und nähern sich von ihren Gefühlen. Sie merkten, dass meine Gefühle weniger menschlich, einfacher waren, wenn ich ein Hund war, aber sie dachten natürlich, ich würde den Verstand verlieren, wie alle anderen dort drin. Das kümmerte sie nicht. Doch ich war schwach, sehr schwach, und ich hatte keine Hoffnung. Ich könnte sie mir nur ohne Zauberstab jemals vom Leib halten. Doch dann sah ich Peter auf diesem Bild. Er war also mit Harry in Hogwarts in bester Lage, um handeln zu können, falls ihm zu Ohren gelangen sollte, dass die dunkle Seite wieder an die Macht kam. Pettigrew schüttelte den Kopf und bewegte stumm die Lippen, starrte jedoch unverwandt Black an, als wäre er hypnotisierend. Bereit, in dem Moment zuzuschlagen, dass er sich einer Verbündeten sicher war und ihn den letzten der Potters auszuliefern. Wenn er ihn Harry brachte, wer würde es dann noch wagen zu behaupten, hätte Lord Voldemort verraten. Sie würden ihn in Ehren wieder aufnehmen. Du siehst also, ich musste etwas tun. Ich war der Einzige, der wusste, dass Peter noch lebte. Harry fiel ein, was Mr. Weasley seiner Frau erzählt hatte. Die Wachen sagen, er habe im Schlaf geredet. Immer dieselben Worte. Er ist in Hogwarts. Es war, als hätte jemand ein Feuer in meinem Kopf entfacht, fuhr Black fort, und die Dementoren konnten es nicht ersticken. Es war kein Glücksgefühl, ich war wie besessen. Doch das gab mir Kraft und klärte meine Gedanken. Nun, eines Nachts, als sie meine Tür öffneten und mir das Essen zubringen, huschte ich flink als ein Hund an ihnen vorbei. Es ist so viel schwieriger für sie, die Gefühle von Tieren zu erspüren, dass sie verwirrt sie. Ich war dünn, ganz abgemagert, so konnte ich durch die Gitter schlüpfen. Als Hund schwamm ich hinüber zum Festland. Er blickte Harry an, und diesmal sah Harry nicht weg. Glaub mir, krächzte Black. Glaub mir, Harry. Ich habe James und Lily niemals verraten. Ich war lieber gestorben, als das zu tun. Und endlich glaubte ihm Harry. Er nickte mit zugeschnürter Kehle. Nein! Pettigrew war auf die Knie gefallen, als wäre Harrys Nicken sein Todesurteil gewesen. Er rutschte auf den Knien herum, die Hände vor sich verschränkt, wie zu Kreuze kriechend. Sirius, ich bin's Peter, ein Freund. Du wirst doch nicht. Black stieß mit dem Fuß nach ihm und Pettigrew zuckte zurück. Ich hab schon genug Dreck auf dem Umhang, ohne dass du ihn berührst, sagte Black. Pettigrew wandte sich zu Lupin. Remus, quiekte er und krümmte sich flehend vor ihm. Du glaubst doch nicht, ich hätte Herr Sirius dir nicht gesagt, dass sie den Plan geändert hatten. Nicht, wenn er glaubt, ich wäre der Spion, Peter, sagte Lupin. Ich vermute, deshalb hast du es mir nicht gesagt, Sirius, sagte er ungerührt über Pettigrews Kopf hinweg. Verzeih mir, Remus, sagte Black. Keine Ursache, Tatze, alter Freund, sagte Lupin und krempelte sich die Ärmel hoch. Und du vergibst mir auch, dass ich dich für einen Spion gehalten habe? Natürlich, sagte Black, und ein kurzes Grinsen huschte über sein ausgemergeltes Gesicht. Auch er begann, die Ärmel hochzurollen. Sollen wir ihn gemeinsam töten? Ja, denke schon, sagte Lupin grimmig. Das könnt ihr nicht tun, das werdet ihr nicht, keuchte Pettigrew
Und dann warf er sich herum und blickte Ron an. Ron, war ich nicht mein guter Freund, ein gutes Haustier? Du lässt doch nicht zu, dass sie mich töten, Ron. Du bist doch auf meiner Seite, nicht wahr? Ron starrte Pettigrew mit größtem Ekel an. Ich hab dich in meinem Bett schlafen lassen, sagte er. Lieber Junge, gutes Herrchen. Pettigrew kroch auf Ron zu. Das lässt nicht zu. Ich war deine Ratte, ich war ein gutes Haustier. Wenn du als Ratte besser warst als Mensch, ist es kein Grund zu prahlen, Peter. Er stimmte Black an. Ron zerrte das gebrochene Bein aus der Reichweite Pettigrews und der Schmerz ließ ihn noch blasser werden. Pettigrew drehte sich auf den Knien herum, rutschte zur Hermine hinüber und packte den Saum ihres Umhangs. Süßes Mädchen, kluges Mädchen, du lässt es nicht zu. Hilf mir. Hermine riss den Umhang aus Pettigrews klammernden Händen und wich mit entsetztem Gesicht an die Wand zurück. Pettigrew, immer noch auf den Knien, zitterte am ganzen Leib. Langsam drehte er den Kopf zu Harry. Harry, Harry, du siehst genau wie dein Vater aus, wie aus dem Gesicht geschnitten. Wie kannst du es wagen, Harry anzusprechen? Donnerte Black. Wie kannst du es wagen, ihn anzusehen? Wie kannst du es wagen, vor ihm über James zu sprechen? Harry, flüsterte Pettigrew und warf sich mit ausgestreckten Händen vor ihm zu Boden. Harry, James hätte nicht gewollt, dass sie mich töten. James hätte es verstanden, Harry. Er hätte mir Gnade erwiesen. Black und Lupin traten rasch vor, packten Pettigrew an den Schultern und warfen ihn auf den Rücken. Da lag er, zuckend vor Angst und starrte zu ihnen hoch. Du hast Lily und James an Voldemort verkauft, sagte Black. Und auch ihr zitterte jetzt. Leugnest du das? Pettigrew brach in Tränen aus. Er bot einen furchtbaren Anblick, wie ein großes, fast kahlköpfiges Baby, das auf dem Boden kauerte. Sirius, Sirius, was hätte ich tun können? Der schwarze Lord, du hast keine Ahnung, er besitzt Waffen, von denen du keine Ahnung hast. Ich hatte Angst, Sirius, ich war nie mutig wie du und Remus und James. Ich habe es nicht gewollt, er, dessen Name nicht genannt werden darf, hat mich gezwungen. Lüg nicht, bellte Black. Du hast Lily und James schon ein Jahr bevor sie starben ausgespitzelt. Du warst sein Spion. Er hat überall die Macht übernommen, keuchte Pettigrew. Was sollte es nützen, sich ihm zu weigern? Was sollte es nützen, gegen den übelsten Zauberer zu kämpfen, den er je gelebt hat? Was sollte es nützen? Sagte Black, und furchtbarer Zorn stand ihm im Gesicht. Nur unschuldiges Leben hätte man retten können, Peter. Du verstehst das nicht, wimmerte Pettigrew. Er hätte mich getötet, Sirius. Dann hättest du sterben sollen, donnerte Black. Lieber sterben, als seine Freunde zu verraten, wie wir es auch für dich getan hätten. Black und Lupin standen Schulter an Schulter, die Zauberstäbe erhoben. Dir hätte eins klar sein sollen, sagte Lupin leise. Wenn Voldemort dich nicht getötet hätte, dann hätten wir es getan. Adieu, Peter. Hermine schlug die Hände vors Gesicht und drehte sich der Wand zu. Nein, rief Harry. Rasch trat er vor und stellte sich den Zauberstäben entgegen. Sie sollen ihn nicht töten, sagte er und atmete ruckartig. Tun Sie es nicht. Black und Lupin waren verblüfft. Harry, diese Kanaille ist der Grund, weshalb du keine Eltern mehr hast, schnarrte Black. Dieses sich windende Stück Dreck hätte auch dich ohne mit der Wimper zu zucken sterben lassen. Du hast ihn gehört. Seine eigene stinkende Haut war ihm mehr wert als seine ganze Familie. Ich weiß, keuchte Harry. Wir bringen ihn hoch ins Schloss. Wir übergeben ihn den Dementoren. Er soll nach Azkaban, aber töten sie ihn nicht. Harry, seufzte Pettigrew und warf die Arme um Harrys Knie. Du, ich danke dir, das ist mehr, als ich verdiene. Danke. Lass mich los, fauchte Harry und schüttelte angewidert Pettigrews Hände ab. Das tue ich nicht für dich. Ich tue es, weil ich glaube nicht, dass mein Vater gewollt hätte, dass sie zu mördern würden, nur wegen dir. Niemand regte sich oder machte ein Geräusch, außer Pettigrew, der pfeifend atmete und die Arme um die Brust klammerte. Black und Lupin sahen sich an. Dann, wie vor einer Hand, ließen sie die Zauberstäbe sinken. Du bist der Einzige, der das Recht hat, dies zu entscheiden, Harry, sagte Black. Aber bedenke, was er getan hat. Er soll nach Azkaban, wiederholte Harry. Wenn jemand es verdient hat, dort zu sitzen, dann er. Hinter sich hörte er immer noch Pettigrews pfeifendes Atmen. Also gut, sagte Lupin. Geh beiseite, Harry.
Harry zögerte. Ich werde ihn fesseln, sagte Lupin, das ist alles. Ich schwör's dir. Harry trat aus dem Weg. Dünne Schnüre schossen jetzt aus Lupins Zauberstab und kurz darauf wälzte sich Pettigrew gefesselt und geknebelt auf dem Boden. Aber wenn du dich verwandelst, Peter, knurrte Black, den Zauberstab auf Pettigrew gerichtet, werden wir dich doch töten. Bist du einverstanden, Harry? Harry blickte die erbärmliche Gestalt auf dem Boden an und nickte. Pettigrew entging es nicht. Gut, sagte Lupin auf einmal geschäftsmäßig. Ron, ich kann Knochen nicht halb so gut heilen wie mit dem Pomfrey. Also ist das Beste, wenn wir dein Bein einfach schienen, bis wir dich in den Krankenflügel bringen können. Rasch ging er zu Ron hinüber, bückte sich, schlug mit dem Zauberstab sachte gegen sein Bein und murmelte Ferula. Eine Binde rollte sich in Rons Bein hoch und schnürte es an einer Schiene fest. Lupin half ihm auf. Ron trat behutsam auf, ohne vor Schmerz zu ächzen. Schon besser, sagte er. Danke. Was ist mit Professor Snape? Sagte Hermine betreten und sah auf die verkrümmte Gestalt hinunter. Lupin beugte sich über Snape und fühlte ihm den Puls. Er hat nichts Ernstes, sagte er. Ihr wart nur ein wenig übereifrig. Immer noch ohnmächtig. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir ihn erst drüben im Schloss wieder aufpäppeln. Wir können ihn so mitnehmen. Er murmelte Mobil Corpus, wie an unsichtbaren Fäden, die sich um Snapes Handgelenke, Armgelenke, Hals und Knie gewickelt hatten, wurde er hochgezogen, bis er aufrecht stand. Der Kopf bommelt immer noch beklemmend hin und her, wie der einer Kasperlpuppe, und die Füße schwebten ein paar Zentimeter über dem Boden. Lupin hob den Tarnumhang auf und verstaute ihn in seiner Tasche. Und zwei von uns sollten sich an das hier ketten, sagte Black und stieß Pettigrew mit den Zehenspitzen an. Nur um sicher zu gehen. Das mache ich, sagte Lupin. Und ich, sagte Ron mit bitterer Miene und tummelte herbei. Black beschwor schwere Handschellen aus dem Nichts. Bald stand Pettigrew wieder auf den Beinen, den linken Arm an Lupins rechten und den rechten Arm an Rons linken gekettet. Ron machte ein steifes Gesicht. Kretzes wahre Gestalt schien er als persönliche Beleidigung zu empfinden. Krummbein sprang leichtfüßig vom Bett und führte sie hinaus, den Flaschenbürstenschwanz beschwingt in die Höhe gestreckt. So, das war Kapitel 19. Ganz schön was los hier. Ganz schön spannend. Manchmal für nächstes Mal. Kapitel 20. Der Kuss des Dementors kommt beim nächsten Mal. Nächste Woche oder so. So. War ja ganz schön spannend heute, die Kapitel. 3 Stück. Und alle sehr actionreich. Man merkt, dass es langsam dem Höhepunkt oder dem Ende entgegengeht. Ne? Wir sind jetzt bei Seite 392 von 450. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Kapitel noch kommen. Was sind das hier? 4, 5? Na gut. So ein paar sind auf jeden Fall. Ich denke noch 1, 2 Livestreams, je nachdem. Jetzt schaue ich mal noch kurz in den Chat. Ariane ist auch wieder am Start. Ja, wir hatten vorhin leichte technische Probleme, das war ein bisschen blöd. Das hat nicht so ganz geklappt, dann musste ich meinen Router neu starten, danach ging es dann. Seitdem ab und zu noch kleinere Probleme, aber vorhin ging es ja gar nicht, als wir angefangen haben. Das war ja komplett, keine Ahnung, war echt blöd. Jetzt ist es leider gleich vorbei, ja. Jetzt haben wir ja schon 12:30. Ich denke, die meisten müssen morgen ja auch wieder ein bisschen früher aufstehen. Aber ich mache den Livestream gleich online und der geht ja fast 2 Stunden, 3 Kapitel. Also wer jetzt noch motiviert ist und eh ein bisschen später kam, der kann sich ja von vorne nochmal alles anhören. Da seid ihr auf jeden Fall ein bisschen versorgt. Und heute kam ja auch vorhin auch ein Video, ne? Ich war mir nicht ganz sicher, ob der Livestream heute klappt, deswegen habe ich das Video mal gelassen. Und hat ja dann doch noch geklappt mit dem Livestream. Schlussendlich, nach einigen Startschwierigkeiten.
hast gerade einen Film vor Augen. Ja, es geht mir auch immer so. Als die Bücher rauskamen, als ich kleiner war und ich die Bücher gelesen und die Hörbücher gehört habe, hatte ich natürlich immer selber so eine, so ein Bild vor Augen. Aber dann kamen ja auch die Filme raus und seitdem verbindet man das schon damit. Ich denke, die allermeisten haben natürlich auch die Filme, oder ich denke mal zumindest, die meisten haben Filme zuerst gesehen, bevor sie mal alle Bücher gelesen hatten. Zumindest kenne ich das von meinem Umfeld, die so casual Harry Potter mögen. Da haben die wenigsten alle Bücher gelesen, aber die meisten kennen schon ein paar Filme auf jeden Fall. Hast du ja alle Teile in der Box geholt? Ja, das macht Sinn, habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht, wenn man Sailors oder so, kann man sich das mal holen. Ja, da sind viele Leute. Ich glaube, wir haben so 50-50 Stammpublikum und, und auch neue Leute immer, die dazu stoßen dann spontan. Ist eigentlich ganz nett. Man hat immer so dieselben Gesichter, aber es kommen auch immer einige neue Leute. Das ist immer ein reger Austausch. Kannst du ja auch mal einen Livestream starten. Ich glaube, wenn ich einen Stream mache, wo ich mich umziehe oder schminke, das wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Ich glaube, wir bleiben bei Harry Potter. Aber für dich kann ich es mir vielleicht vorstellen. Du musst um 7 raus. Ja, dann machst du den Livestream vielleicht andermal und nicht heute. Da müssen alle früh aufstehen. Ja gut, ist ja jedem. Ich glaube, viele müssen vielleicht auch ein bisschen später aufstehen und jetzt 12:30, wenn man jetzt schlafen geht. Ich glaube, viele schlafen auch tatsächlich ein mit dem Livestream, weil der geht ja nicht so lang. Dann macht es nichts, wenn das Handy so daneben liegt und man dann einschläft. Das geht ja dann auch aus. Ja gut, dann halten wir das mal fest. Ich mache mal einmal noch eine Umfrage, eine ganz kleine. Ich weiß, die meisten schlafen jetzt schon, aber ist egal. Könnt mal abstimmen, ob ihr gerne mal einen Livestream von dem Spiel hättet, das da rausgekommen ist. Es gibt ja ein neues Harry Potter Spiel. Ich weiß, die Beteiligung beschränkt sich jetzt bestimmt ein bisschen, weil alle hier das jetzt im Einschlafen anhören und dann viele schon einschlafen. Aber ihr könnt ja gerne noch kurz abstimmen. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt einrichten kann, ob das überhaupt laufen würde. Und ob das überhaupt unterhaltsam ist. Wir machen ja hier immer Hörbuch. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so das Ding, gar nicht so das Interesse von vielen Leuten, die einfach nur Hörbuch hören wollen. Vielleicht machen wir das dann irgendwie obwohl auf YouTube geht das ja. Entweder auf YouTube oder auf Twitch geht das ja, glaube ich, auch. Liegt leider im Krankenhaus. Das ist natürlich sehr blöd. Beziehungsweise gut, weil dann wird er ja hoffentlich geholfen. Aber ist natürlich nicht so schön, wenn man da sein muss. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Beim Armgelenk, ich weiß gar nicht, ich habe das nur so mit einem Auge vorhin gelesen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Vielleicht schaue ich mir den Stream kurz an bei der Stelle. Oder was ist da passiert mit dem Armgelenk? Ich habe es ja nicht so ganz mitbekommen. Ich habe da immer so einen Tunnelblick. Das ist immer mein Stuhl, der hier knarzt. Ich probiere das nochmal mit dem rückenfreien Stuhl. Dann haben wir ein bisschen Ruhe hier. Okay, dann mache ich mal die Abstimmung zu. Können noch ganz kurz abstimmen. Dankeschön, das freut mich. ja, ich denke, wie gesagt, Sonntag, entweder Livestream oder Video. Die nächsten zwei Videos habe ich schon hochgeladen. Die kommen auf jeden Fall. Aber wenn wir einen Livestream machen, dann denke ich mal, ziehen wir den vor. Gut, dann schauen wir mal das Ergebnis. Wo sehe ich denn das Ergebnis? Okay, hier. Also gut, die meisten, also viele wollen einen Livestream zu dem Spiel. Und manchen ist auch egal. Gut, kann ich auch verstehen. Aber haben zumindest die meisten nichts dagegen.
Der wurde am Armgelenk gepackt. Ja, das weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal im Stream dann gucken. ja. Die Diskussion, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, keine Ahnung. Ich bin da ja nicht so drin. Ich kenne mich da nicht so aus, keine Ahnung. Ich habe nur mitbekommen, dass es halt ein als Harry Potter Spiel gibt und weil wir hier Harry Potter Videos machen, dachte ich, das wäre vielleicht ganz lustig. Ich habe das nur von meinen Bekannten irgendwie, die da so drüber geredet haben, am Rande mitbekommen, dass da irgendwie halt irgendwas nicht so ganz politisch korrekt läuft oder dass das sabotiert wird, weil die Leute da nicht da einverstanden sind. Aber ich lasse mich da gerne aufklären. Aber wir sind ja auch relativ unpolitisch unterwegs. Wir sind da ja nicht. Also ich lasse da gerne meine persönliche Meinung. Auch weil ich da eigentlich entspannt bin und sehr progressiv unterwegs. Keine Ahnung. Na gut, also dann erledige ich mal das mit dem Discord. Dann kann ich euch da mal einladen. Dann poste ich das mal überall. Dann könnt ihr da mal drauf und dann kriegen wir alles weitere mit dem Stream auch noch hin. Alle, die jetzt schlafen gehen, genau. Dein Livestream, also meinst du jetzt den Livestream vom Vorlesen oder dem vom Spiel? Weil ich weiß noch nicht mal, ob wir das Spiel spielen. Ich muss ja erstmal gucken, ob das läuft. Und das ist ja auch schon neu, das kostet bestimmt viel. Muss ich mal schauen, ob das überhaupt läuft. Aber ansonsten einfach hier bei YouTube abonnieren und dann, also auf den Abo-Button klicken und auf diese Glocke und dann kriegt man eigentlich eine Benachrichtigung. Ansonsten ist das ein bisschen blöd bei YouTube. Ich weiß, dass manchmal man gar keine Nachricht kriegt. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich anders machen soll, außer vielleicht bei Instagram posten. Das habe ich jetzt immer vergessen die letzten Male, weil es immer so spontan war. Ja, genau. Ich glaube, du fasst es ganz gut zusammen. Das wird sonst nichts. Ich wünsche euch auch eine schöne gute Nacht. Das war ein sehr schöner Livestream. An die 2 Stunden. Wie gesagt, ich mache den gleich öffentlich. Dann könnt ihr das auch nochmal von vorne anhören, wenn ihr jetzt ein bisschen später gekommen seid. Und ansonsten nächsten Sonntag entweder Video oder Livestream. Du kommst immer so spät. Ja, ich muss mal gucken. Vielleicht machen wir echt das mit dem Discord, weil dann kriegt man da auch eine Nachricht. Das ist vielleicht am besten. Da überlege ich mir noch ein bisschen was. Ansonsten war schön, dass ihr alle da wart und ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Und bis zum nächsten Livestream. Macht's gut. Gute Nacht.